es ist wieder Krieg in Europa. Die Konfliktherde auf dieser Welt nehmen zu. Die Zahl der Regionen, die von solchen Herausforderungen betroffen sind, werden nicht kleiner, sondern größer. Wir werden keine Welt haben, die friedlicher sein wird, wenn Europa nicht eine starke Rolle spielt. Europa wird nicht stark sein, wenn Deutschland nicht bereit ist, eine Führungsverantwortung in dieser Europäischen Union zu übernehmen. Und da darf es nie einen Zweifel geben, wo die christlich-demokratische Union in Deutschland steht. Wir sind immer auf der Seite der Freiheit, des Rechtsstaats, der Wehrhaftigkeit, der offenen Gesellschaften und der Demokratie. Sicherheit im umfassendsten Sinne des Wortes, nicht nur für Deutschland, sondern für unseren ganzen europäischen Kontinent. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, heute zur Auftaktveranstaltung des CDU-Netzwerk Nationale Sicherheit mit dem Thema Starke Bundeswehr für ein sicheres Deutschland. Die Themen Sicherheit und Bundeswehr könnten 18 Monate nach dem zweiten russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 nicht aktueller sein. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass heute so viele Menschen hergefunden haben, um mit uns diese wichtigen Themen zu diskutieren. Und jetzt darf ich den Generalsekretär der CDU Deutschlands, Herrn Dr. Carsten Linnemann, für sein Grußwort auf die Bühne bitten. Danke. Herzlichen Dank. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen hier im Konrad-Adenauer-Haus zu dieser richtig guten Veranstaltung, zu einer Veranstaltung, die sich mit der Zeitenwende beschäftigt. Wir erleben eine tektonische Machtverschiebung. Die Chinesen mit ihrem militärischen Weltmarkt- und Weltmachtanspruch. Die Amerikaner, die verstärkt ihre eigenen Interessen wahrnehmen und Europa dazwischen. Das heißt, dieses Land wird mehr Geldbudgets, mehr Zeitbudgets, mehr Gehirnschmalz für diese Herausforderung Sicherheit aufwenden müssen, als wir es würden, wenn es diese Herausforderung nicht gäbe. Und deshalb treffen wir uns. Und ich bin dem Netzwerk dankbar, dass wir dieses Thema ins Land tragen. Starke Bundeswehr für ein sicheres Deutschland. Die Sicherheitsbehörden sind anwesend, die Blaulichtorganisationen. Und das sind die Menschen, die im Dienste unserer Freiheit, unserer Sicherheit und unseres Friedens stehen. Und deshalb haben Sie den größten Respekt und die größte Anerkennung verdient. Danke für Ihr Kommen. Und deshalb auch an diejenigen, die nicht nur von der Bundeswehr hier sind. Wir freuen uns, und das ist natürlich wirklich eine Ehre, herausragende Gäste, herausragende Podiumsgäste. Ich freue mich, den ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr begrüßen zu dürfen, Herrn Eberhard Zorn. Herzlich willkommen. Wir freuen uns über den Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes. Herzlich willkommen, André Wüstner. Wir freuen uns über den Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Uni Potsdam. Wir freuen uns auf Christina Kraus, Expertin für Internationales von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen. Und natürlich sehr bekannt, wir freuen uns über den Präsidenten der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen, Hans-Peter Bartels. Und es gibt drei Köpfe bei uns im Adenauer, die stehen für dieses Thema, die haben diese Veranstaltung zusammen auch mit dem Bundesgeschäftsführer, Herrn Dr. Christoph Hoppe, organisiert. Und das sind drei Persönlichkeiten, die der Rede wert sind. Es sind Henning Otte, Joe Wadefuhl und Kerstin Vierger. Herzlich willkommen, Mitglieder des Deutschen Bundestages.
Friedrich Merz, wir haben heute einen Sitzungstag, aber das war alles so abgesprochen und wir wollten auch die volle Bude haben. Kommt gleich zur zweiten Halbzeit. Ich freue mich schon auf seine Rede. Und ich möchte Ihnen einfach noch mitgeben, dass wir hier uns heute nicht nur treffen, um miteinander zu reden, sondern wir wollen einfach mal machen und diese Veranstaltung als Auftakt sehen, um dieses Thema wirklich ins Land zu tragen. Wir suchen viele Mitstreiter. Wir werden schnell auf die Landesverbände und Kreisverbände zugehen, auch mit großen Bundeswehrstandorten, dass wir uns in diesem Lande wieder mit diesen Menschen beschäftigen, uns hinter diese Menschen stellen und sie wirklich unterstützen. Und das ist das Motto. Einfach mal machen, CDU. Und das machen wir heute. Herzlich willkommen und eine schöne Veranstaltung. Herzlichen Dank, Herr Dr. Linnemann, für diese teilweise auch schon tiefe inhaltliche Einstimmung für heute. Da werden wir sicherlich im ersten und zweiten Panel dann drauf zurückkommen. Tektonische Machtverschiebungen, Zeitenwende, USA. Bereiten Sie sich jetzt gerne darauf schon auf vor. Sie werden nachher die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen. Damit komme ich zu den organisatorischen Hinweisen für den heutigen Abend. Ich darf mich zuerst kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Sophie Witte, ich arbeite für die Münchner Sicherheitskonferenz und ich darf heute den ersten Teil des Abends moderieren. Wir haben heute, wie schon gesagt, zwei Panel-Diskussionen. Sie werden nach jedem einzelnen Panel die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen. Zwei technische Hinweise, einmal für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im Saal. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, werde ich Sie aufrufen, wenn Sie sich gemeldet haben. Und es gibt zwei Standmikrofone, mit denen Sie sich dann zu Wort melden können. Da müssen Sie dann tatsächlich hingehen. Also schauen Sie, dass die Wege vielleicht nicht blockiert sind, damit die Personen, die im Livestream teilnehmen und online zugeschaltet sind, Sie auch hören können. Deswegen müsste ich Sie bitten, tatsächlich diese Mikrofone zu benutzen. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns online zugeschaltet sind, auch Sie haben natürlich die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Dazu klicken Sie auf das Q für Question auf Ihrem Bildschirm, tippen Ihre Frage in das Textfeld, senden Sie ab und ich bekomme Sie dann hier auf dem Tablet eingeblendet. Und wenn Sie sehr mutig sind, können Sie auch gerne sich mit Bild und Ton zuschalten lassen. Das ist heute das erste Mal, dass wir das hier im Haus so machen. Dazu werden dann die Kollegen im Hintergrund noch einen Technikcheck durchführen mit Ihnen. Und wenn der erfolgreich war, dann können Sie hier im Saal, können wir Sie sehen und hören. Genau. Nachdem wir jetzt diesen organisatorischen Teil schon gemeinsam hinter uns gebracht haben, freue ich mich ganz herzlich, Herr Dr. Linnemann hatte Sie gerade schon begrüßt, die Gäste für das erste Panel auf die Bühne zu bitten. Herrn General Eberhard Zorn, den Abgeordneten Johann Wadephul und Herrn Hans-Peter Bartels, den ehemaligen Wehrbeauftragten des Bundestags. Vielen Dank. Herr General Zorn, ich würde tatsächlich gerne mit Ihnen starten. Meine erste Frage an Sie wäre, 2022, am Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine, wo stand die Bundeswehr da und wo stehen wir heute, 18 Monate später? Ja, zunächst mal, wo standen wir damals? Wir standen in den Auslandseinsätzen unverändert, Schwerpunkt in Mali zum damaligen Zeitpunkt, Schwerpunkt. Wir standen mit vielen Kräften in Litauen, im Baltikum. Das waren unsere Auslandseinsätze. Hier zu Hause haben wir bereitgehalten, eines der größten Truppenkontingente für die NATO, für die NATO-Speerspitze. Dieses Element war 22 gerade begonnen worden. Es dauert noch an und es dauert noch bis 24, also für 3 Jahre insgesamt. Das heißt, wir waren schon ordentlich unter Volllast. Und ich würde den Termin gerne durchaus vergleichen mit einem Termin von ähnlicher Brisanz, nämlich 9/11. Alle wissen wir, glaube ich, wo wir 9/11 waren und alle heute wissen genau, wo sie im Februar standen. Insofern ist das also vielleicht der Gesamtrahmen. Zu Hause haben wir unverändert gekämpft um die materielle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Personell sind wir so hingekommen, dass wir die Auslandseinsätze, die ich geschildert habe, alle bedienen konnten. Und dann kam die Rede mit den 100 Milliarden Sondervermögen. Die Zahl war für mich überraschend in der Höhe, nicht überraschend hinsichtlich dessen, was im Planungsportfolio dahinter stecken sollte. Denn die NATO hat dazu schon Vorgaben gemacht, die wir unterschrieben haben. Welche Fähigkeiten sollen wir bereithalten? Das heißt, das war der Moment, wo wir jetzt plötzlich dieses Themenfeld proaktiv angehen konnten, weil wir Geld hatten. Wir wissen alle um das Sondervermögen, das vertiefe ich nicht, aber wir hatten Geld.
Was ist von dort bis heute passiert? Wir sind inzwischen so weit, dass wir von dem Sondervermögen, von dem 100-Milliarden-Paket, etwa 60% unter Vertrag haben. Vertrag haben heißt, das Material wird frühestens ab 2025 kommen. Also wir haben noch ein bisschen Luft zu holen. Wir haben, glaube ich, mit dem Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz Geschwindigkeit in die gesamte Thematik gebracht, die jetzt in der Umsetzung ist. Das ist die materielle Seite. Und die Forderungen der NATO und der Europäischen Union an uns sind gestiegen. Wenn Sie sich in diesem Jahr zurückerinnern, Vilnius-Gipfel, die Zusagen jetzt bis ins Jahr 2025 hinein, sowohl bei der NATO wie auch bei der Europäischen Union, haben deutlich zugenommen. Das heißt, die Aufgaben werden mehr. Und in dem Kontext ist herauszuheben, damit möchte ich es auch dann schon beenden, ein höheres Übungsgeschehen. Die große Übung, die Sie dieses Jahr erlebt haben bei der Luftwaffe, findet zurzeit die Fortsetzung bei der Marine und beim Heer. Und wir werden das weiter fortsetzen auch im nächsten Jahr. Das heißt also, das Übungsgeschehen, das Ausbildungsgeschehen wird deutlich zunehmen, auch jetzt in der Zukunft. Vielen Dank. Mit den Schlagworten voll Last und mehr Aufgaben, mehr Übungen haben Sie schon die perfekte Überleitung gebildet. Und ich möchte die zweite Frage gerne an Herrn Dr. Bartels richten. Und zwar die Bundeswehr unter Volllast. Wie ist aktuell die Stimmung in der Truppe? Sie als Wehrbeauftragter hatten ja immer ein Ohr an der Truppe, haben das auch danach natürlich beibehalten, wie wir alle wissen. Was ist aktuell die Stimmung? Wie geht es den Soldatinnen und Soldaten? Also wenn man es auf zwei Begriffe bringen will, der eine ist hoffnungsvoll. Es bewegt sich was, es muss sich was bewegen. Der andere Begriff ist skeptisch. Und das hat sich nicht sehr geändert. Also Skepsis ist verbreitet gewesen in der Bundeswehr in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt. Ich erinnere mich an einen Besuch bei dem Deutschen Gefechtsverband für die VJTF, die Very High Readiness Joint Task Force, die Speerspitze der NATO Response Force, wo wir auf so einem Marder rumkletterten, der damalige Kommandeur und ich und noch ein Oberfeldwebel und sagte, ja, und da bauen wir noch das an und da haben wir noch moderne Funktechnik, die kommt dann dahin und also das kriegen wir alles hin, bis das losgeht. Und dann sagt der Oberfeldwebel, Entschuldigung, Herr General, das glaube ich, wenn ich es sehe. Und das ist ein bisschen natürlich auch jetzt das Thema in der Bundeswehr. Also wird das alles passieren, was passieren muss und was ja richtigerweise auch angekündigt wurde und auch angefangen wurde. Und General Zorn war daran beteiligt. Es braucht Strukturreformen, die von der Afghanistan-optimierten Bundeswehr hinführen zu einer Bundeswehr, die kollektive Verteidigung wieder kann. Also wo es nicht darum geht, kleine Einsatzkontingente optimal auszurüsten, sondern wo die ganze Bundeswehr einsatzfähig sein muss. Dazu muss man umstrukturieren. Dazu gibt es Pläne in der Schublade. Ich hoffe, die werden da rausgeholt und es kommt dann soweit. Man hätte das längst vorher machen können. Ich glaube, die CDU macht ja diese Veranstaltung auch, weil sie mit Selbstkritik beginnen will. Und ich bin ein Weltmeister in Selbstkritik an anderen. Also sie hatten natürlich schon ein paar Jahre Zeit. Also seit 2014 wissen wir, dass die Hauptaufgabe der Bundeswehr jetzt nicht mehr Mali ist, sondern schon die kollektive Verteidigung in Europa, Bündnisverteidigung. Und da hätte man schon anfangen können, umzustrukturieren und anders auszurüsten und Munitionsvorräte aufzubauen. Das ist alles nicht geschehen. Also der Warnschuss, den wir jetzt wirklich gehört haben, war das, was der Bundeskanzler Zeitenwende genannt hat, der Angriff Russlands auf die ganze Ukraine. Und seitdem weiß die Bundeswehr, dass ihr Daseinszweck wieder ist, Verteidigung, nicht Verteidigung entlang der Landesgrenze, sondern Verteidigung entlang der Bündnisgrenze gegen einen symmetrischen Gegner, der hochgerüstet ist und übrigens eine Menge Dinge mehr kann, als das, was er im Moment in der Ukraine zeigt. Vielen Dank. Skeptisch und hoffnungsvoll. Ich glaube, man könnte es zusammenführen in vorsichtig hoffnungsvoll. Herr Dr. Wadefuhl, vorsichtig hoffnungsvoll, an welchen Stellschrauben muss denn Politik jetzt drehen, um die Bundeswehr, im Trailer wurde es genannt, wehrfähig, aber vor allem auch einsatzfähig zu bekommen? Ja, ich glaube, es ist schon ganz richtig, wie mein sozialdemokratischer Freund Hans-Peter Bartels gesagt hat, dass man bei sich selbst anfängt, wir als CDU also auch bei uns selber. Und deswegen finde ich schon richtig, dass wir in der Tat auch realistisch die letzten Jahre gucken. Da hätte mehr geschehen können, da hätte mehr geschehen müssen. Das haben wir in der Koalition nicht durchsetzen können. Trotzdem akzeptiert, wenn ich mich mit meiner Selbstkritik an anderen an der Stelle nochmal exponieren darf. Auch lag es auch nicht unmaßgeblich an der SPD, dass wir nicht mehr erreichen konnten. Aber
Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne schauen. Wir müssen wirklich Zeitenwende nicht nur als eine große Rede, die sie war, verstehen und begreifen, sondern leben. Und zwar alle miteinander. Die Soldatinnen und Soldaten scheinen mir dazu, oder die sind dazu bereit. Ich habe selber eine Wehrübung jetzt in Litauen vor der Sommerpause gemacht. Was da möglich gemacht wird, das ist unglaublich. Aber die Möglichkeiten, die sie haben, sind noch unzureichend. Und es ist natürlich richtig, was der General sagt. Es ist viel unter Vertrag, aber es kommt bei der Truppe bisher nichts an. Das heißt, wir müssen wirklich bei der Beschaffung schneller werden. Es kann nicht sein, dass diese Beschaffungsprozesse, also das Kaufen, das Erwerben von Waffensystemen bei der Bundeswehr, dass das so lange dauert, dass wir komplizierteste Prozesse haben, Prüfmechanismen haben und auch noch ein Klageverfahren von Wettbewerbern dabei haben, was die Sache sehr, sehr lange in die Zukunft zieht. Also Zeitenwende bedeutet, dass wir uns, Hans-Peter Bartels hat es gesagt, schnell besser ausrüsten. Das Zweite ist, und das muss ich sagen, da bin ich jetzt in der Tat auch sehr, sehr skeptisch geworden, es liegen, das ist gesagt worden, Pläne zu einer Umstrukturierung der Bundeswehr in der Schublade, die müssen umgesetzt werden. Wir haben immer noch im Kern eine Afghanistan-Armee, also eine Armee, die darauf ausgerichtet und eingerichtet ist, Einsätze in Afghanistan oder Mali oder anderswo durchzuführen. Wir müssen zur Landes- und Bündnisverteidigung wirklich endlich bereit und fähig sein. Dazu brauchen wir Großverbände, die komplett ausgestattet sind, die das machen können, die wir früher schon mal hatten. Das ist ja keine Sache, die wir uns neu ausdenken müssen, sondern im Kalten Krieg waren wir darauf eingerichtet. Und am Ende des Tages brauchen wir selbstverständlich auch das Geld. Das Sondervermögen ist erstens eine Schuld und zweitens ist es endlich. Und deswegen muss natürlich der eigentliche Bundeswehretat ansteigen. Es nützt ja nichts, dass wir der Bundeswehr neues Großgerät geben, also sehr vereinfacht gesagt, neue Panzer geben, neue Schiffe geben, neue Flugzeuge geben. Wir müssen ihr auch die Mittel geben, um das zusätzliche Personal zu finanzieren und wir müssen ihr die Mittel geben, um die zusätzlichen Betriebsmittel zu bezahlen. Denn dieses neue Gerät kostet Geld. Das ist zusätzliches neues Gerät, was nur zum Teil altes ersetzt. Und dafür braucht die Bundeswehr deutlich mehr Geld. Und das ist auch einer der Kritikpunkte, die wir jetzt am Haushaltsentwurf für das nächste Jahr haben. Der Etat steigt praktisch nicht an und das ist ein dickes Problem für die Bundeswehr. Und wenn wir da nicht in einer ganz großen Finanzierungslücke landen wollen, dann muss jetzt die Bereitschaft in der Politik, und das spricht eben natürlich insbesondere in der Ampelkoalition in Deutschland bestehen, den eigentlichen Bundeswehretat jetzt wirklich auch klar und deutlich wachsen zu lassen. Sie hatten den Begriff realistisch gucken gerade verwendet. Ich fand ihn wahnsinnig schön. Realistisch auf unsere Partner geschaut, unsere transatlantischen Partner, aber vor allem auch unsere europäischen Partner. Was erwarten die denn angesichts der Zeitenwende-Rede, aber auch der Entwicklungen, die seitdem passiert sind? Was erwarten die Partner von Deutschland? Ja, Deutschland ist klassisch das zentrale Land in Europa und das gilt natürlich auch sozusagen sicherheitspolitisch, militärstrategisch. Wir sind also eine Anlehnungsnation. Wir sind eine Nation, auch militärisch, die das Rückgrat für die NATO hier in Europa bilden muss, die durch andere ergänzt wird. Wir halten Strukturen vor, auch Kommandostrukturen, die mit Spezialfähigkeiten anderer ergänzt werden können. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass das niederländische Heer praktisch vollständig in das deutsche integriert ist, übrigens ein historisches Geschenk, das wir gar nicht oft genug würdigen können, dass die Niederländer relativ gesehen so kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sich sozusagen hier auch vertrauensvoll an uns gewandt haben und mit uns so kameradschaftlich zusammenarbeiten. Aber das müssen wir halt in allen Bereichen leisten können. Wir sind eine Drehscheibe hier in Europa und wir müssen uns darauf einrichten. Hans-Peter Bartels hat es gesagt, dass die russische Streitmacht nach diesem Krieg, der aus unserer Sicht klar so ausgehen soll, dass die Ukraine ihre Autonomie verteidigen kann, aber die russischen Streitkräfte werden danach nicht automatisch geschwächt sein, sondern Marine, Luftstreitkräfte, Raketenstreitkräfte werden praktisch überhaupt nicht involviert. Bodenstreitkräfte lernen ehrlich gesagt das Kriegshandwerk. Das heißt, realistisch betrachtet wird Russland nach diesem Krieg nicht unbedingt schwächer sein. Und das heißt für uns, Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Wir müssen wachsam sein und wir als Deutsche müssen
hier die stärkste konventionelle Kraft in Europa sein, die durch andere ergänzt wird. Nur dann werden wir dauerhaft Abschreckung und Sicherheit in Europa gewährleisten können. Die stärkste konventionelle Kraft in Europa. Ich glaube, was Ähnliches plant ja auch gerade Polen, zumindest die stärkste Landmacht in Europa zu werden. Herr Dr. Bartels, wir haben auch letzte Woche in Kiel gesehen, es wurde mit dem Bau von dem U-Boot Klasse 212 Charlie Delta begonnen. CD steht dabei für Common Design, das heißt tatsächlich ein einheitliches Design für U-Boote, die nachher von Norwegen und der deutschen Marine verwendet werden. Wie weit und kann und soll Ihrer Meinung nach europäische Zusammenarbeit im Bereich von Militär und Verteidigung gehen? Es soll immer weitergehen, immer tiefer werden die Integration. Ich habe mal Gelegenheit gehabt, den NATO-Oberbefehlshaber, den General Cavoli, zu fragen, haben wir eigentlich zu wenig Soldaten in Europa? Und die Antwort war, nein, wir haben genug Soldaten, aber zu schlecht ausgerüstet und zu schlecht in der Interoperabilität, also in der Zusammenarbeitsfähigkeit. Und wir könnten ergänzen, auch die Strukturen sind ja noch nicht so, also dass wir nicht ohne Ende Verdopplungen und Verdreifachungen von Dingen haben, die die Verteidigung nicht verbessern. Also wir sind schon auf dem Weg zu so etwas wie europäischen Streitkräften. Das mit den Holländern ist ein super Modell. Es gibt andere Nationen, ich glaube, ich höre jetzt von den Belgiern, von den Tschechen, die sich so etwas Ähnliches vorstellen könnten. Also dass man nicht gleich das ganze Europa integriert, sondern die, die das wollen und die, die schon miteinander zusammenarbeiten können. Also wenn man es auf einen Begriff bringen wollte, würde ich sagen, wir brauchen Inseln funktionierender Kooperation. Was nicht funktioniert, braucht man nicht. Es muss funktionieren und einen Mehrwert bilden, so wie das Europäische Lufttransportkommando. Es sind 7 Nationen, die jeweils kein eigenes Lufttransportkommando mehr haben. Deutschland hat kein eigenes Lufttransportkommando, sondern unsere 3 Transportverbände sind unterstellt diesem Kommando in Eindhoven. Das spart Personal und macht übrigens verfügbar auch die Lufttransportmittel anderer Nationen für unsere Zwecke und unsere für deren. Also das ist nicht bei Null. Also es gibt schon so einen Weg, wie Jo Vadefuhl ihn schon skizziert hat mit den Holländern. Und also ich würde mir sehr wünschen, dass wir den Schuss jetzt gehört haben. Und wenn nächstes Jahr in Amerika die Wahl irgendwie blöd ausgehen sollte und es für uns alles noch ein bisschen existenzieller wird, dann kann ja nicht die einzige Antwort sein, wir müssen als Deutsche jetzt ganz viel mehr tun, sondern wir müssen insgesamt mehr tun, uns besser aufstellen und natürlich die Bundeswehr weiter gut ausrüsten, uns vielleicht auch ehrlich machen beim deutschen Personal. Also ich persönlich glaube nicht, dass wir weit über 180.000 Soldaten für die freiwilligen Armee Bundeswehr rekrutieren können. Also muss man mit den 180.000 auskommen, aber so aufgestellt, dass nicht 20.000 Vakanzen, also die Einsatzfähigkeit des Ganzen, gefährden. Also selber fertig werden und andere mehr und mehr an Bord nehmen oder auch mal bei anderen mit an Bord kommen. Die Deutschen sind ein gesuchter Partner. Also mit uns kann man eigentlich immer zusammenarbeiten. Also ich meine, das ist, was General Zorn sozusagen ja erlebt hat in einer langen soldatischen Karriere. Mit welchen Nationen immer Deutschland zusammenarbeitet, also die kommen dann lieber zu uns als zu, und jetzt muss man gar keine andere nennen, ziemlich allen anderen. Nicht? Weil die Deutschen sind immer kooperationswillig und sprechen Englisch und also gehen darauf ein, was andere für Probleme haben, weil wir ja selber wissen, was Probleme sind. Und insofern glaube ich, also diese europäische Karte, die Europäisierung bleibt eine Aufgabe für die nächsten Jahre. Wir haben es in anderen Bereichen schon sehr erfolgreich erlebt. Also wenn in den 60er Jahren jemand gesagt hätte, wir haben irgendwann demnächst ein gemeinsames Geld in Europa, hätte ja auch jeder gesagt, wovon träumst du nachts? Also 20 Jahre nach dem Krieg. Aber wenn jetzt man sagt, also wir haben irgendwann eine gemeinsame Armee in Europa, dann sagen immer noch auch eine ganze Menge Leute, naja, das wäre ja zu schön, aber ist doch Quatsch. Also ich glaube, wir müssen uns auf den Weg machen. Ein bisschen Optimismus kann nicht schaden. Und dass die CDU sich auf den Weg macht, diese Dinge jetzt zu diskutieren, finde ich super. Deutschland als Anlehnungsnation und die Strukturen für die Bundeswehr als Plattform für Drehscheibe-Kapazitäten in Europa. Welche Strukturen braucht die Bundeswehr dafür, Herr General Zorn? Ja, das eine ist erstmal, dass wir führungsfähig werden. Und zwar führungsfähig im Kontext der Landes- und Bündnisverteidigung. Das heißt, wir brauchen deutscherseits eigene Elemente, die das erleichtern, zum Beispiel diese Drehscheibe zu führen.
Und wir müssen natürlich die NATO- und EU-Führungsgremien stärken. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir national irgendwas alleine führen, sondern immer im Verbund. Und dafür sind wir integriert in NATO und EU. Das heißt, im Grunde beginnt Führungsfähigkeit im Ministerium und setzt sich dann fort über die entsprechenden Führungsebenen. Davon bitte nicht zu viele, sondern möglichst ja, Lean Management letzten Endes als Arbeitsbegriff. Das wäre die eine Seite. Das andere ist dann aber die Kompatibilität. Und Dr. Bartels hat es angesprochen, der Ukraine-Krieg hat, so schlimm das klingen mag, katalytische Funktion in diesem Gebiet gehabt. Ich will jetzt nicht die Details aufführen, aber wir haben sie leidvoll erlebt. Bei Panzerhaubitze, bei Munition, bei Führungssystemen, bei Ersatzteilversorgung, Sie können nehmen, was Sie mögen. Da hat sich gezeigt, dass wir in der NATO über die letzten 10, 20 Jahre der Auslandseinsätze das Thema der Standardisierung doch auf vielen Bereichen nicht mehr so vorangetrieben haben, wie das noch im Kalten Krieg der Fall war. Das heißt, hier muss also tatsächlich ein Standardisierungsprozedere nochmal aufgenommen werden. Und aus meiner Überzeugung dürfen wir nicht, dass wir nach neuen Oberkommandos suchen, sondern das von unten wachsen lassen. Wenn wir also gemeinsame Rüstungsgüter kaufen, dann bitte auch gemeinsam. Bitte off the shelf, so wie wir es mit den Holländern zum Beispiel jetzt tun und bei einfachen Dingen beginnen. Das trägt uns nach vorne. Das zweite sind die Führungsverfahren. Das heißt, wir müssen einander verstehen. Das funktioniert in der NATO wie in der EU heute schon. Das ist gut. Und das andere ist dann, dass wir es technisch auch hinterlegen. Stichwort Digitalisierung. Auch das ist ja ein immer wieder gern genommener Begriff, nicht nur im militärischen Bereich, aber auch dort. Das heißt, hier müssen wir jetzt tatsächlich die Geschwindigkeit endlich mal nach vorne bringen und nicht nur drüber reden. Wir haben das jetzt mit dem 100 Milliarden Vermögen auch so machen können und da sind wir auch dabei. Aber auch das wird dauern. Das wird noch dauern bis weit nach 25, bis alle deutschen Truppenteile so ausgestattet sind, dass sie digital, Datenübertragung, alles, was sie zu Hause mit ihrem Rechner tun, auch militärisch unter Druck im Gefecht leisten können. Da sind wir noch lange nicht. Wir erleben es schmerzhaft in Litauen, wenn wir dort mit Norwegern, Niederländern und uns selber und den Litauern zusammenarbeiten, dann sind wir die am schwächsten Ausgestatteten. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Wir kompensieren das immer durch irgendwelche Maßnahmen, aber das ist immer punktuell. Das heißt, da liegt der große Herausforderungspunkt für die Zukunft, das nach vorne zu bringen. Die Weichen sind jetzt gestellt, wir dürfen nicht nachlassen. Und da komme ich gerne nochmal zum Thema Haushalt. Das können Sie alle selber ausrechnen. Die 100 Milliarden sind tatsächlich irgendwann zu Ende. Die 2%-Zusage ist gemacht seit Jahren. Und seit Jahren erreichen wir sie nicht. Jetzt bringe ich mal einen blöden Witz. Schlecht wäre, wenn wir so lange warten, bis unser BIP so tief unten ist, dass die Prozentrechnung dazu führt, dass es langt. Wir wollen alle, dass das BIP aufwärts geht. Und das wäre auch von Vorteil für die Bundeswehr. Also insofern wäre das mein Petitum. Auch mit Blick jetzt auf diese Haushaltsdebatte. Wir brauchen das Geld in der Tat. Ich sehe, es juckt Herrn Dr. Wadefuhl in den Fingern nach dem Mikrofon zu greifen. Ich würde die Gelegenheit nutzen und Sie alle daran erinnern, dass Sie auch die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen. Wenn Sie das tun möchten, bereiten Sie sich gerne vor, gleich die Hand zu heben. Ich würde Sie dann hier im Saal aufrufen und Sie nach vorne an das Mikrofon bitten. Während Sie sich alle Ihre erste Frage überlegen, möchte ich aber tatsächlich das Wort an Herrn Dr. Wadefuhl nochmal übergeben. Und zwar, wir haben es gerade schon gehört, Geschwindigkeit nach vorne bringen bis weit nach 2025. Welche politischen Schritte müssen denn jetzt erfolgen, um eine nachhaltige Finanzierung der Bundeswehr über mehrere Legislaturperioden glaubwürdig zu erreichen? Ja, ich kann an das anknüpfen, was der General Zorn gerade eben gesagt hat. Ich habe es ja vorhin auch schon mal kurz angerissen. Es ist halt nicht damit getan, dass man sagt, wir erreichen im nächsten Jahr mit Mühe und Not 2% des BIP, indem wir das ausgeben, welches bedauerlicherweise zurzeit nicht so steigt, wie wir uns das wünschen, sondern die Problematik liegt für die Bundeswehr darin, dass dieses Sondervermögen in den nächsten 3, maximal 4 Jahren ausgegeben sein wird. Und die ganz große Frage ist ja nicht nur zur Erreichung eben dieser 2%, sondern eben zur Erfüllung der Aufgaben, die dann mit den neuen Waffensystemen bestehen. Wo haben wir dann das Geld her? Und da hat der Bundeskanzler in der letzten Debatte im Haushalt in der ersten Septemberwoche dazu gesagt, ja, okay, dann bestünde da eben 2027 oder 2028 eine Finanzierungslücke von 30 Milliarden Euro. Und traue ich der CDU, die ja jetzt in der Tat sich vorbereitet mit Selbstkritik und
viel Kongressen eine Menge zu, wenn wir das nächste Mal wieder Regierungsverantwortung vielleicht übernehmen können. Nur ich sehe keine einzige politische Kraft, die es schafft, in einem Schwung 30 Milliarden Euro aus dem Haushalt irgendwo herauszuschwitzen oder in kürzester Zeit so viel Wirtschaftswachstum zu generieren, dass eine Summe von 30 Milliarden Euro ad hoc darstellbar ist. Das ist keine seriöse Haushaltspolitik. Und das, was wir jetzt erleben, ist, das muss ich so hart sagen, eine Politik mit ungedeckten Schecks. Und das ist letztlich nicht verantwortbar. Und deswegen müssen wir ehrlicherweise jetzt anfangen, den Bundeswehretat langsam, aber stetig ansteigen zu lassen, damit eine derartige Lücke nicht entsteht. Und ich glaube, auch wir in der Opposition, aber natürlich auch diejenigen, die Regierungsverantwortung haben, wir müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann auch so ehrlich sein und sagen, wo wir mal streichen, wo wir den Menschen an anderer Stelle auch etwas zumuten. Denn eine Zeitenwende, die sagt, es gibt neue Gefahren, auf die muss Deutschland sich neu einstellen, aber die tut nirgendwo weh, ist eine unehrliche Zeitenwende. Und ich finde, das ist das Mindeste, was wir uns in dieser Zeit, was wir schaffen müssen, dass wir sagen, ja, wir müssen mehr für unsere Sicherheit tun, wir müssen mehr für unsere Bundeswehr tun, aber dafür sind dann eben leider auch anderswo Abstriche notwendig. Ich finde, diese Ehrlichkeit tut uns gut. Vielen Dank für diese klaren Worte. Jetzt ist es an Ihnen. Kommen Sie gerne direkt nach vorne ans Mikrofon. Sie dürfen sich einmal kurz vorstellen, sagen, an welchen der Panelisten Sie Ihre Frage gerne stellen möchten und dann Ihre Frage stellen. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Timon Radeke. Meine Frage geht an Herrn Dr. Wadefuhl primär. Wir haben jetzt die ganze Zeit über 2025 gesprochen. Allerdings steht meines Erachtens sicherheitspolitisch ein Elefant im Raum, den wir ganz häufig gar nicht ansprechen. Und das ist vor allem die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika und die Ausrichtung, die außenpolitische und sicherheitspolitische Ausrichtung der USA. Vor welchen Herausforderungen stehen wir, wenn die USA sich in Europa zurückziehen? Sollte ein wie auch immer gearteter republikanischer Präsident gewählt werden, wäre die erste Frage. Und daran direkt auch entsprechend anknüpfen, welche Sicherheitsstrategie haben wir denn dann eigentlich im Hinblick auf die Organisation von multilateralen Streitkräften in Europa? Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Klar, das ist eine der ganz großen offenen Fragen, vor denen wir stehen und die wir jetzt in der Tat auch, da haben Sie vollkommen recht, jetzt anfangen müssen zu beantworten und nicht erst dann überlegen, wenn Trump ein zweites Mal gewählt werden sollte. Denn wir hatten ja überlegt, dass er schon in seiner ersten Präsidentschaft die meine persönliche private Hoffnung seine letzte bleibt, aber wie gesagt, wir reden ja über den Fall, dass das anders ist. Er hat damals schon den Ausstieg der USA aus der NATO zumindest überlegt. Ich würde zwei Sachen dazu sagen. Das erste ist, nach meiner Kenntnis, und ich treffe ja auf verschiedenen Foren auch Politikerinnen und Politiker aus den Vereinigten Staaten von Amerika, das heißt Abgeordnete, Senatoren, eine klare Mehrheit auch der Republikanischen Partei ist eindeutig anderer Auffassung und steht zum westlichen Bündnis und steht zur NATO und ist sich bewusst, dass ein militärisches, ein sicherheitspolitisches Engagement der USA in Europa weiter notwendig ist. Und das Beste, was wir jetzt an der Stelle tun können, um das uns zu erhalten, ist, dass wir mit vielen dort auch sprechen. Insofern muss ich auch ausdrücklich begrüßen oder begrüße ich sehr gerne, dass Außenministerin Annalena Baerbock jetzt auch in den USA ist und dort auch entsprechende Gespräche sucht. Ehrlich gesagt, wird nach zwei Jahren dann auch mal Zeit, aber sie macht es. Und dazu zählt eben auch, dass wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen lassen sollten, dass wir nicht unseren Teil beitragen. Denn das war ja Trumps wesentliches Argument. Also deswegen nochmal, ich will nicht alles wiederholen, nochmal ein klares Plädoyer für die 2%. Das Zweite ist aber, wir müssen uns dennoch darauf vorbereiten, dass die USA unabhängig von Trump und unabhängig von den Republikanern ganz automatisch sich viel mehr auf China und auf den indopazifischen Raum sicherheitspolitisch konzentrieren müssen. Und das wird auch in den militärischen Strukturen seine Abbildung finden. Es wäre naiv, das heute zu übersehen. Deswegen müssen wir dort mehr machen.
Und deswegen müssen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, so schwierig die Debatte wird, auch über das Thema einer atomaren Abschreckung durch europäische Streitkräfte, auch darüber werden wir, ich finde es nicht schön, aber darüber müssen wir ernsthaft miteinander reden. Das werden schwierige Debatten. Die Franzosen haben dazu Vorschläge gemacht. Es gibt bisher wenig deutsche Beiträge dazu. Und deswegen glaube ich, wird das ein schwieriger Teil, aber ein leider notwendiger Teil werden. Wir müssen eben als Europäer jetzt endlich lernen, dass nicht andere unsere Sicherheit dauerhaft garantieren, sondern dass wir unser Schicksal schlicht und ergreifend selber in die Hand nehmen müssen und selber für unsere Sicherheit sorgen müssen. Ansonsten wir anderen schutzlos ausgeliefert sind. Und deswegen ist es insgesamt ein weiterer Appell an uns, dieser Blick auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen, nimmt euer Schicksal in Europa selbst in die Hand. Und das richtet sich an allererster Stelle auch an Deutschland, diese Aufforderung. Danke. Genau, der Herr hier vorne geht gerade zum Mikrofon. Stellen Sie sich auch gerne kurz vor. So, mal ein bisschen höher. Sie können dann auch sagen. Ja, geht schon. Vielen Dank. Sie Ihre Frage? Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Dieter Theodor Beckers, Oberst im Generalstab im Kommando Heer in Strausberg in der internationalen Zusammenarbeit tätig und CDU-Vorsitzender des Stadtverbandes Strausberg. Ich habe drei Punkte, die ich ansprechen möchte. Personal, Finanzen, Struktur. Personal spreche ich deswegen an, weil das meines Erachtens der wichtigste Aspekt ist und der bisher in dieser Diskussionsrunde noch nicht zur Sprache kam. Die Bundeswehr hat eine Zielgröße von etwas über 200.000 derzeit. Wir haben aber nur etwas über 180.000 Männer und Frauen. Wenn es uns nicht gelingt, die Männer und Frauen zu gewinnen, die auch für Landes- und Bündnisverteidigung bereit sind, den Kopf hinzuhalten, nützen uns die besten und tollsten Waffensysteme nichts. Wie wollen wir dies als Union erreichen? Punkt 1. Punkt 2, Finanzen. Es klang an, 2% Ziel. In der Vergangenheit war das eine Zielgröße. Sie wissen, Herr Wadephul, und Sie wissen es auch, Herr Bartels, und General Zorn weiß es auch, auf dem Gipfel in Vilnius wurde beschlossen, dass die 2% des BIPs nun die Untergrenze sind. Das heißt, Minimum der 2%. Dazu hat die Bundesrepublik Deutschland Ja gesagt, hat dem zugestimmt. Das heißt, wir werden, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist, eine erhebliche Lücke im Verteidigungsetat haben, wenn wir dieses 2%-Ziel erreichen wollen. Und wir müssen es erreichen, auch um die Fähigkeiten, die wir der NATO zugesagt haben, zu bedienen. Und dritter Punkt, Strukturen. Herr General Zorn, Sie haben mit der damaligen Ministerin, Frau Kramp-Karrenbauer, ein, wie ich finde, sehr gutes Papier vorgelegt, das sogenannte Eckpunktepapier. Hier waren Strukturreformen für die Bundeswehr vorgesehen, die die Bundeswehr in die Lage versetzen, den Auftrag Landes- und Bündnisverteidigung effektiver darzustellen. Dieses Papier wurde von der neuen Regierung, von der damaligen Ministerin, auf Eis gelegt. Frage, wie können wir als Union und wie können Sie vielleicht, Herr Bartels, in Ihrer Regierung der Ampel erreichen, dass wirklich sinnvolle Dinge in diesem Papier festgelegt wurden, auch umgesetzt werden, damit die Bundeswehr die Strukturen bekommt, die sie in die Lage versetzen, ihren Auftrag zur Landes- und Bündnisverteidigung auch effektiv umzusetzen. Vielen Dank. Genau, ich glaube, Herr Wadephul, wenn Sie diese Frage einmal gleich kurz beantworten möchten. Tatsächlich ist das eine Frage, die sich perfekt an das zweite Panel, das heute stattfindet, richten würde, wo dann auch Herr Wüstner auf der Bühne ist und sich, glaube ich, auch schon freut, diese Frage zu beantworten. Gott, dann wage ich gar nichts mehr zu sagen, wenn André Wüstner da gleich was dazu sagt. Aber nein, also ich glaube, das kann man, muss man auch hier sagen, das sogenannte Eckpunktepapier, was damals erarbeitet worden ist, das war richtig, das war notwendig, das war die Konsequenz, die Bundeswehr in ihrer Führung, in ihrer damaligen militärischen und politischen Führung gezogen hat, um sich auf Landes- und Bündnisverteidigung im Schwerpunkt wieder zu konzentrieren. Und das wird man sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer noch wieder ergänzen und anpassen können und müssen. Aber im Kern wird es so sein, wenn die Union wieder Verantwortung übernehmen sollte, dann würden wir dieses Papier umsetzen, so schnell wie möglich. Ich hoffe, dass Minister Pistorius das vielleicht doch noch macht. Derzeit zögert er sehr stark, um es vornehmen auszudrücken.
Aber wenn er es nicht machen sollte und wir von den Wählerinnen und Wählern einen Auftrag erhalten sollten, würden wir es machen. Der erste Punkt, das will ich schon, haben Sie, Herr Oberst, vollkommen recht, das Personal ist eins der größten Probleme der Bundeswehr neben der finanziellen Ausstattung. Das wäre jetzt auch eine eigene, sozusagen abendfüllende Veranstaltung, aber ich will hier zumindest erwähnen, dass die CDU einen Bundesparteitagsbeschluss hat, der ein allgemeines verpflichtendes Dienstjahr, welches im Schwerpunkt bei der Bundeswehr, aber auch in anderen Blaulichtorganisationen und karitativen Organisationen abgeleistet werden kann, für richtig hält. Ob und wie das rechtlich, verfassungsrechtlich und politisch durchzusetzen ist, das wird zu diskutieren sein, das wird nicht ganz einfach. Aber dass wir das alles nur durch Freiwilligkeit hinbekommen, daran haben wir zum jetzigen Zeitpunkt erheblichen Zweifel. Und deswegen müssen wir einfach auch sagen, Zeitenwende bedeutet eben, wie ich vorhin sagte, auch Zumutung und möglicherweise auch für die Menschen eine zeitliche Zumutung, dass sie einfach sich an der Stelle auch fragen müssen, was kann ich für mein Land tun? Und das kann sinnvollerweise auch ein Dienst in den Streitkräften sein, den wir dann vielleicht auch verpflichtend machen. Das gehört auch in dieser Zeit dazu, dass wir es ehrlich vorher aussprechen. Also zur Strukturfrage hat Joe Wadefuhr schon genau das gesagt, was richtig ist. Also je schneller das jetzt kommt, was längst überfällig ist, desto besser wäre es. Also ich würde auch den Minister dazu eher ermuntern, es jetzt mal zu machen. Also es gibt kein Analyseproblem, es gibt kein Problem mit Vorstellung, was man tun muss. Man muss es halt tun. Was das Personal angeht und das Geld, würde ich empfehlen, in beiden Fällen sich ehrlich zu machen. Und die Hoffnung auf ein verfassungsfestes Dienstjahr, dass bald mehr Soldaten für diese Freiwilligenarmee Bundeswehr, wo schon die Ausbildung 3 Jahre dauert, sozusagen die Lücken schließen lässt, das glaube ich ja eher nicht. Also wir haben nicht mehr die Wehrpflichtarmee. Nicht zu Wehrpflichtzeiten, also als ich dabei war, was 1980, 81 war, waren es 250.000, die jedes Jahr da reingewechselt sind in die Bundeswehr, die insgesamt 500.000 Soldaten hatte. Dann müsste es ziemlich der gleiche Jahre sein. Ne? Ich bin etwas jünger, Mann. Wie man sieht, ist Herr Dr. Wadefuhr jünger. Heute versucht die Bundeswehr, 20.000 Soldaten jedes Jahr neu zu gewinnen. Das ist die Größenordnung. Dafür dienen die dann aber 10 Jahre im Schnitt, wenn es Zeitsoldaten sind, oder eben ein Drittel inzwischen als Berufssoldaten. Insofern, ich glaube, es muss eher in die Richtung gehen, sich ehrlich machen mit den 180.000. Man braucht eine Struktur, weniger Stäbe, mehr Truppe, also das, was Sie auch vorgeschlagen haben, die aufgeht. Nicht? Also wir wollen ja nicht mehr als 3 Divisionen aufstellen. 3 Divisionen wäre schon gut. Wir hatten mal 12. Nicht, im aktiven Heer. Also das würde man vielleicht hinkriegen, wenn man sich besser aufstellt. Und beim Geld muss man sich auch ehrlich machen. Also ich würde mal sagen, parteiübergreifend hier, also wenn man in die NATO-Quote von 2%, damit das hinkommt, jetzt den Anteil der Bundesschuld am Gesamt, also den Verteidigungsanteil an der Bundesschuld da auch reinrechnet. Also im Moment zahlen wir 40 Milliarden Euro Zinsen im Jahr und der Verteidigungshaushalt hat, weiß ich nicht wie viel, 17% des Verteidigungshaushalts, also 17% von 40. Also das sind dann auch Verteidigungsausgaben, die man der NATO meldet. Dann, das haben wir nie vorher gemacht. Ja, dann ist das natürlich, das sind Wolkenschiebereien. Nicht? Auch die Zinsen für Sondervermögen jetzt in die NATO-Quote zu rechnen, das macht ja Deutschland nicht stärker. Und um was Nettes zu sagen über diese Regierung, also der Bundeskanzler hat es ja wunderbar auf den Punkt gebracht, eben auch mit, wir wollen die stärkste konventionelle Armee in Europa haben, nicht die Polen, sondern die deutsche Armee soll das sein. Und das ist auch total angemessen. Dies ist das größte Land in Europa, mit Abstand, das wirtschaftsstärkste Land in Europa. Es ist die 4. Volkswirtschaft der Welt. Es ist das 2. Land in der NATO. Es ist der 2. Zahler in den Vereinten Nationen. Und ich würde mal sagen, dies ist die 2. Demokratie auf der Welt, ohne den Japanern jetzt irgendwie Unrecht tun zu wollen. Aber Amerika, und dann ist es schon Deutschland. Das heißt, auf uns wird geguckt, alle anderen gucken auf uns, das sollten wir auch machen. Also nicht nur, nicht? Aber ein bisschen mehr gucken, was die anderen in uns sehen. Und da sehen sie ein ziemlich starkes Land. Das müssen wir jetzt ausspielen.
internationale Kooperation, die Frage nach Personal, die Frage nach einem Dienstjahr, die Frage nach einer ehrlichen Zeitenwende und Geschwindigkeit nach vorne bringen. Sie sehen alle, der Gesprächsbedarf ist ganz eindeutig da. Wir müssen jetzt tatsächlich schon zum Ende dieses ersten Panels kommen. Deswegen freue ich mich jetzt gleich, das Wort an Frau Vieregge zu übergeben, die den zweiten Teil der Veranstaltung moderieren wird und darf mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Fragen beantworten, vor allem aber auch bei unserem großartigen Panel. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Panel Soldatischer Dienst, Ethos, Anerkennung und Stellenwert in der Gesellschaft. In Zeiten geopolitischer Umbrüche wie dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine rückt die Bundeswehr verstärkt in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Und was bedeutet es in diesem Kontext, heute Soldat zu sein? Wie wird dieser Dienst in unserer Gesellschaft wahrgenommen und geschätzt? Diese Fragen wollen wir nun mit unseren Experten erörtern. Wie eben schon kurz vorgestellt, begrüße ich als erstes Herrn Professor Dr. Sönke Neitzel. Möchte Sie bitten, zu mir zu kommen? Dann Herr Oberst André Wüstner vom Bundeswehrverband, also Vorsitzender natürlich. Wer eben ein klein bisschen untergegangen ist, ist meine weitere Panel-Teilnehmerin, Frau Dr. Christina Krause. Frau Krause ist Abteilungsleiterin für internationale... Ihr Applaus. Abteilungsleiterin für internationale Politik und Sicherheit der Konrad-Adenauer-Stiftung und sie bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Positionen bei der Adenauer-Stiftung als aber auch den Vereinten Nationen mit. Ja, und schließlich begrüße ich meinen geschätzten Kollegen, Herrn Henning Otte, den Vorsitzenden des Lenkungsausschusses Netzwerk Nationale Sicherheit, also quasi das Netzwerk, das Sie heute Abend eingeladen hat. Und als langjähriger verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag und auch als stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses bringt er tiefgreifende Expertise mit. Bitte schön. Ich hoffe, wir freuen uns alle auf eine lebhafte Diskussion und genau wie eben ist es auch gleich möglich, im Anschluss an unsere, ich sag mal, Fragerunde, wird es dann ein Q&A-Segment geben, in dem dann Sie die Gelegenheit haben, Ihre Fragen nochmal direkt an unsere Panelisten zu richten. Und seien Sie versichert, wenn ich das noch eben sagen darf, das Personal kommt uns auf keinen Fall zu kurz. Im Gegenteil, das ist das Herzstück unserer ganzen Bundeswehr, unsere Soldatinnen und Soldaten. Und deswegen haben wir genau Ihnen ein eigenes Panel gewidmet. Herr Professor Neitzel, was bedeutet der Ausbruch des Ukraine-Kriegs für das Berufsbild und das Selbstverständnis unserer Soldaten? Ja, ich glaube, wir kommen zum Daseinskern des Soldatischen zurück, so hat es Jörg Vollmer, glaube ich, mal ausgedrückt. Und das ist meines Erachtens die Androhung und Anwendung militärischer Gewalt. Also im Kern kämpfen, töten, sterben. Und damit haben wir uns in diesem Land äußerst schwer getan, vor allen Dingen seit 1990, weil wir die Rolle des Soldaten umgedeutet haben. Stichwort Brunnenbohren, aber das war eigentlich nur in Somalia. Aber die Umdeutung von vielen, auch von der Universität, von der Friedensforschung betrieben, der Soldat ist ein Mediator, aber auf jeden Fall keiner mehr, der kämpft. Und jetzt ist, und das ist in der Bundeswehr eigentlich schon im Heer, vor allen Dingen seit 2014, on the move gewesen und mit dem 24. Februar ist eigentlich klar, dass wir eben nicht mehr ausschließen können, dass die Panzerbrigade 12 nicht kämpfen muss. Und vorher war es eigentlich egal, ob die Puma fuhren oder nicht, hat keinen gejuckt, es hat in der Politik niemand gejuckt, im Bundestag niemand gejuckt, es war egal. So. Deswegen ging es ja auch nicht voran und deswegen war auch die Bühler-Armee mit den drei Divisionen, PowerPoint-Präsentation, eigentlich egal. So. Weil jeder davon ausging, die müssen eh nicht kämpfen. Und Herr Zorn hat es ja gesagt, für die Auslandseinsätze hat es ausgereicht.
Jetzt ist es anders. Jetzt ist eigentlich das anders und jetzt ist der Referenzpunkt und wir können ja sehen, auch da ist viel in Bewegung. Wenn man die Reden von Carsten Breuer und anderen hört, da wird wieder von Kampf, von Siegeswille und so weiter gesprochen. Interessant ist, dass die Politik nach wie vor hadert damit. Wenn wir die Reden selbst von Pistorius ansehen und anderen, da können Sie mal eine semantische Analyse machen und auch im Verteidigungsausschuss sehen, wie oft von Kampf gesprochen wird. Da sind wir bei einer homöopathischen Dosis, still. Und das können wir auf viele andere Dinge übertragen. Also die Bundeswehr, das BMVG, schafft es ja nicht, die Träger des Ehrenkreuzes für Tapferkeit auf die Website zu stellen. Das ist natürlich auch unangenehm, die Leute haben ja auch gekämpft, ne? Das will man natürlich nicht. Und so weiter und so weiter. Es ist seit 2 Jahren, sind wir beim Liederbuch, beim Neuen dabei, es kommt und kommt nicht. Und auch selbst im Traditionsland, also die Bundeswehr hat sich immer um die Tradition herumgedrückt, war nie ehrlich. Auch bei dem neuen Traditionserlass, der viel zulässt, war nie ehrlich und man hat sich, würde ich sagen, in der Führungsebene auch der Generalität nie wirklich dafür interessiert. Und wir haben eine Situation, was ist denn jetzt die Vorbilder für Landes- und Bündnisverteidigung? Wir sind die einzige Armee der Welt, die letztlich den Kampf aus ihrer Tradition heraus dekliniert hat, mit der Ausnahme Afghanistan. Aber Afghanistan reicht eben nicht mehr aus, bei allem Respekt für diejenigen, die im Karfreitagsgefecht oder so gekämpft haben. Also wir haben da etliches zu tun und es ist die Aufforderung an die Bundeswehr und an die Politik, seid endlich ehrlich. Redet nicht so viel, macht, setzt Dinge um und auch Tradition, jetzt Litauen, die Brigade, muss gemacht werden. Und da haben wir, da gibt es viel Luft nach oben. Vielen Dank für diesen deutlichen Appell, den wir drei Bundestagsmitglieder sicherlich gerne aufnehmen, wobei ich Ihnen direkt sage, es ist eine gewisse Hürde, Begriffe wie Kampf und Tod in den Mund zu nehmen. Also von daher, wir müssen aber ganz ehrlich kurz, machen, ist ganz, es richtig? Ganz kurz, deutsche Soldaten schwören, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und die Frage an Sie, an die Generalität ist, wann waren Sie zum letzten Mal tapfer? Das ist die entscheidende Frage. Die Soldaten riskieren ihr Leben. Das wissen Sie nicht, ich nicht, Sie nicht, wir alle hier nicht. Aber die Frage an uns ist, wir müssen uns ehrlich anschauen, auch an den Generalinspekteur und die B9+, wann wart ihr zum letzten Mal tapfer? Wenn ich da jetzt quasi etwas lustig drauf antworten kann, dann sage ich es, ich habe mal teilgenommen an einer Info-DFAQ und das war für mich wirklich schon genug Herausforderung. Also jeder, der da mal Interesse dran hat, ich kann es nur empfehlen. Gut, Überleitung. Frau Krause, die Bundeswehr unterscheidet sich deutlich von anderen Arbeitgebern. Wir haben es ja gerade noch mal gehört, mit welcher Ernsthaftigkeit. Wie verhält es sich mit der Arbeitgeberattraktivität bei Streitkräften? Kann man meinen, ist die Bundeswehr heute noch ein ansprechender Arbeitgeber? Ja, also mit der Dimension, die Professor Neitzel jetzt eben geschildert hat, hängt natürlich eine Entscheidung der jungen Leute zusammen. Ne? Das muss man sich mal bewusst machen. Nehme ich diesen Beruf heute auf, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen oder vielleicht auch doch kämpfen zu müssen, weil es mein Land und das Bündnis verlangt. Also ich glaube, das ist von daher auch die zentrale Frage, die wir uns jetzt alle stellen müssen. Können wir das dieser Generation zumuten? Und ich denke, ja, die sind ja nicht dumm. Die sehen ja, was passiert. Die sehen, wie in der Ukraine gekämpft wird, jeden Tag aus gutem Grund. Und ja, es gibt Umfragen, dass 58% der Deutschen die Bundeswehr attraktiv halten. Grundsätzlich kann man auch sagen, was für ein toller Arbeitgeber. Wo kann ich so viele Berufe erlernen? Wo kann ich über meine Grenzen wachsen? Und das ist das, was die neue Generation, was wir alle ja wollen, persönlich auch zu wachsen. Und gleichzeitig mit einem Auftrag verbunden, Landesbündnisverteidigung oder auch Amtshilfe im Ahrtal, am Oderbruch, wo auch immer zu helfen. Aber jetzt halt die Situation in der Ukraine zu sehen und zu sehen, Soldat würde heißen, für Freiheit und Demokratie auch in den Tod zu gehen. Und das ist natürlich ein ganz großer Schritt, aber ich denke,
den müssen wir auch selbst, aber auch mit der Generation und auch mit jedem Soldat, jeder Soldatin jetzt klären. Ne, seid ihr dazu bereit, weil die Bundeswehr sich jetzt natürlich auch wandelt und nicht nur strukturell, personell, materiell, sondern der Auftrag ist da und der muss gefüllt werden und da muss jeder in den Spiegel gucken und entscheiden, kann ich das? Also attraktive Arbeitgeber natürlich, aber der Auftrag ist ein harter. Aber wer etwas Sinnbringendes, etwas Wirkungsvolles machen will, und ich denke, das wollen die meisten von uns, den kann man doch nur sagen, bei der Bundeswehr kann man das machen. Vielen Dank. Sie haben gerade die Vielfältigkeit auch der Bundeswehr beschrieben. Viele wissen es gar nicht. Wir bieten alleine, also wir, ich identifiziere mich schon vollkommen, 41 Ausbildungsberufe an. Ich finde, das ist wirklich echt phänomenal, als ein Arbeitgeber eine solche Breite anbieten zu können. Herr Wüstner, wie eben schon eingangs gesagt, Soldaten haben ihren eigenen Berufsethos. Sie sind bereit für immaterielle Dinge wie Sicherheit, Freiheit und auch das für das Vaterland zu kämpfen. Welche Rolle spielen diese immateriellen Aspekte und Anreize bei der Entscheidung für den Soldatenberuf? Je nachdem. Bei dem einen oder anderen jüngeren Menschen schon eine große. Bei manch jungen Menschen wächst es mit der Zeit. Denn keiner ist ja der perfekte Staatsbürger in Uniform und weiß schon durchzudeklinieren, das wofür mit 18 Jahren. Aber sie sind neugierig. Sie machen sich Gedanken und dann ist es eine Frage von Ausbildung und Erziehung, sich mit dem Soldatsein heute auseinanderzusetzen. Die größte Herausforderung bezogen auf die Nachwuchsgewinnung, und das merke ich jetzt gerade in der eigenen Familie, ist es ja nicht nur, junge Menschen anzusprechen und zu motivieren, neugierig zu sein auf das, was auch eine Bundeswehr bietet, vor dem Hintergrund auch des scharfen Ende des Berufs, sondern Eltern zu überzeugen. Also ich diskutiere gerade mit meiner Frau bezogen auf die Ideen meines Sohnes und will damit nur zum Ausdruck bringen, dass es schon auch eine gesamtgesellschaftliche Debatte und Veränderung ist. Und da will ich nochmal, es tut mir leid, zwei, drei Punkte des ersten Panels aufgreifen, die für mich wichtig ist, dass wir es auch immer wieder beschreiben. Also erstens mal, wenn wir sagen, mehr für Bundeswehr, für Sicherheitspolitik, für Sicherheitsvorsorge, ich will es weiten, nicht nur Bundeswehr, könnt ihr jetzt im Feld des BMI nachgeordnet auch vieles beschreiben. Wenn wir sagen, dafür mehr, dann muss erklärt werden, warum, also wofür. Und das kommt oft zu kurz, dass wir eben die Bedrohungsszenarien beschreiben und nicht gleich wieder sagen, beängstigen wir da die Bevölkerung. Nein, wir müssen realistisch beschreiben, was gerade passiert in Russland, dass er neue Armeekorps aufstellt, dass er Truppen gen Westen verlegt, dass er vorhat, über Afrika Migrationsdruck zu erzeugen. Deswegen ist es auch zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundeswehr, dass wir nicht nur Kräfte und Fähigkeiten für Landes- und Bündnisverteidigung oder internationales Krisen- und Konfliktmanagement bereitstellen müssen, sondern beides. Weil wir nicht ausschließen können, dass wir irgendwann neben dem an der Ostflanke auch wieder in Afrika verstärkter als jetzt eingesetzt werden können. Also das Wofür ist entscheidend und ich bin dankbar, weil es eben nicht nur eine Frage des Verteidigungsausschusses ist, sich damit auseinandersetzen oder der Fraktion, das ist eine Frage von Parteien und Gesellschaft. Und die Frage ist, wie kriegen wir die gesellschaftliche Diskussion dorthin, dass wir resilienter werden müssen, dass wir wieder in Sicherheitsvorsorge investieren müssen, die einerseits beispielsweise das, was die NATO plant, zu Recht an der Ostflanke betrifft, aber eben auch das, wenn es darum geht, unsere Infrastruktur zu härten, Netz, digitale Knotenpunkte in Deutschland besser zu schützen oder, ein vieles. Und dann komme ich, und das will ich auch nochmal erwähnen, dann komme ich zum Geld. Wenn ich dann höre 100 Milliarden, also die 100 Milliarden ist ein vollkommen falscher Begriff. Also wenn ich alles abziehe, inklusive Mehrwertsteuer, also ich meine, muss man ja immer erstmal überlegen, dass wir auch noch Mehrwertsteuer auf die Rüstungsgüter bezahlen, also sind wir bei 64 Milliarden. Jetzt kann ich mal durchdeklinieren, 10 Milliarden für die F-35, 12 Milliarden für Fregatten, 4 Milliarden für ein Flottendienstboot und dann gehe ich so weit runter, bin ich noch gar nicht mal Munition und da bleibt für Land schon gar nicht mehr viel übrig. Ja, weil alle immer glauben, auch in meiner Nachbarschaft, also alle reden von 100 Milliarden, also André, jetzt ist doch alles super. Ne? Der Bedarf, können die sagen, planerisch, und auch da hat ja die Wehrbeauftragte schon mehrfach den Finger in die Wunde gelegt, ist bei 286 Milliarden stetig wachsend. Ist teilweise 600% Rüstungsinflation. Das ist die Lage.
und nichts anderes. Und das muss man ehrlich beschreiben, damit wir uns auch ehrlich damit auseinandersetzen, was das künftig bedeutet, so wie es Joe Wadephul mit Blick auf, was können, wollen, müssen wir künftig finanzieren, auch debattieren können. Zurück zum Thema Personal. Ich bleibe dabei, ich habe das schon mal anderweitig gesagt, wir haben nach wie vor Chancen, Personal zu gewinnen. Tun wir aktuell alles? Nein. Ich bin sehr froh, dass gelungen ist, Minister Pistorius davon zu überzeugen, hört sich jetzt wieder mal, General Zorn wird schmunzeln, an wie immer, eine Taskforce auf den Weg zu bringen. Eigentlich bin ich ein totaler Gegner von Sonderorganisationen, aber wenn das eigene BMVG nicht so funktioniert, muss man sich überlegen, was man eben aufsetzt, um Druck zu erzeugen, um jetzt auszuloten, was man kurzfristig und mittelfristig verändern muss, um mehr Personal gewinnen zu können und zu binden. Da geht es mittelfristig um Dinge, die haben Gesetzescharakter, aber geht auch kurzfristig um ganz einfache Dinge, die wir mal hatten, nämlich dass Bataillonskommandeure, Geschwaderkommandeure oder Flottillenadmirale mit Blick auf ihre Flottille wieder selbst entscheiden können, ob sie Soldaten auf Zeit verlängern oder nicht. Ja? Ganz einfach. Ob es möglich ist, wieder selbst mitzuentscheiden und zu verantworten, ob jemand Feldwebel wird oder nicht. Und nicht, dass wir einen ewigen Prozess in Richtung Großes Amt nach Köln brauchen, um zum Schluss, wenn eine Antwort da ist, der Mensch schon nicht mehr da ist. Und das sind Dinge, ich hoffe jetzt, dass die auf den Weg gebracht werden. Ich bin optimistisch, ich weiß, da wird es noch Widerstände geben, aber zumindest ist man sich einig, dass man da wieder dezentralisieren will. Das war ja auch ein Punkt mit Blick auf Strukturveränderung, weil ohne diese Dezentralisierung wird das sonst nicht gelingen. Danke. Danke auch. Während dieser doch sehr spannenden, aber auch ausführlichen Antwort hat sich still und leise unser Bundesvorsitzender der CDU Deutschlands, Friedrich Merz, hereingeschlichen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herr Otte, jetzt haben wir schon einiges gehört. Welchen konkreten politischen Handlungsbedarf leiten Sie aus den Ausführungen der anderen Panelteilnehmer ab? Die Zusammenfassung. Also, dass wir uns als Politik bewusst machen, wie wirklich die Lage ist. Es gibt wieder Nationen, die sind bereit, mit militärischer Gewalt Grenzen zu verschieben. Es gibt Terror, es gibt destabile Staaten. Und es gibt Länder, die versuchen, Raum zu gewinnen. Es gibt Länder, die versuchen zu destabilisieren, auch durch hybride Angriffe, und wollen damit erreichen, auch dass Gesellschaften sich spalten. Und dieses Bewusstsein, dass wir angegriffen werden, jetzt schon tagtäglich, darüber müssen wir uns klar sein und da müssen wir die Konsequenzen ziehen. Und wir dürfen nicht wieder in die Lage kommen, dass wir uns wie bei Russland in der Energiepolitik so abhängig machen, wie wir jetzt bei China mit der Mikrochip-Technologie auch abhängig werden. Das heißt, wir müssen unsere eigene Souveränität zurückerlangen, natürlich in der Europäischen Union und in der NATO. Zweitens, ich glaube, dafür müssen wir wirklich mal die Sicherheitsarchitektur überdenken. Wir müssen auch bereit sein, mal wieder neu zu denken. Das heißt, innere, äußere Sicherheit ist nicht mehr so voneinander trennbar. Aber wir trennen immer noch die Zuständigkeiten in den Bundesregierungen. Der eine macht Verteidigung, der andere macht Finanzen und der dritte macht Entwicklungspolitik. Und meistens sind die noch aus drei unterschiedlichen Fraktionen oder Parteien. Und dann gibt es dieses Gerangel, wo zurzeit jedenfalls der Bundeskanzler nicht in der Lage ist, das zusammenzuführen. Das ist zumindest mein Eindruck. Und deswegen haben wir ja auch als CDU gesagt, wir brauchen einen nationalen Sicherheitsrat, der das koordiniert. Nicht nur ein Bundessicherheitsrat, der darüber entscheidet, ob Rüstungsexporte abgelehnt werden oder zugestimmt werden, sondern strategisch Krisenprävention, nach vorne gucken, wissen, was kommt. Und unser CDU-Netzwerk Nationale Sicherheit soll sozusagen auch ein Spiegelbild sein dessen Nationaler Sicherheitsrat, CDU-Netzwerk, weil wir in der Gesellschaft diskutieren müssen. Wir müssen die Themen wieder auf die Straße bringen, nicht nur im Verteidigungsausschuss, der nicht öffentlich ist, sondern an den Hochschulen, in den Versammlungen, auch unserer CDU natürlich, aber auch im Straßenbild. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir sagen, wir müssen uns so aufstellen, dass wir so stark sind, dass niemand es
wagt, uns anzugreifen. Und da ist Personal natürlich die Schlüsselfunktion. Das ist, der Mensch steht bei uns, bei den Christdemokraten ganz klar im Vordergrund. Und da muss der Arbeitgeber attraktiv sein, klar, aber wir müssen auch Infrastruktur schaffen. Und das geht nicht mit den Landesbauverwaltungen. Das heißt, wir müssen Ziele definieren, aber auch mal Lösungsansätze bringen. Das heißt, die Bauverwaltung könnte wieder ins BMVG zurückgehen, um zu sagen, das ist spezifisch nicht vergleichbar mit einer Grundschule, eine Kaserne, sondern hier gibt es besondere Herausforderungen. Das Zweite ist, wir müssen bereit sein, technikaffin auch wieder zu sein. Der finanzielle Titel für Forschung und Entwicklung ist runtergefahren worden, aber Technik erhöht die Kampfkraft, Technologie schützt Leben, spart auch Ressourcen. Und das alles geht natürlich nur mit finanziellen Mitteln. Diese ganze Debatte, 100 Milliarden, war mehr, als wir dem Bundeskanzler zugetraut hatten. Aber die entscheidende Frage sind die 2%, und die müssen steigen, stetig. Inflation, mehr Umsatz bedeutet doch auch mehr Kosten, in diesem Sinne mehr Betrieb. Und am Ende des Tages ist es eine Frage auch der Haltung. Der Haltung in der Politik, aber auch der Haltung in der Gesellschaft. Wir müssen das zugestehen, dass die Soldatinnen und Soldaten einen Kampfauftrag haben. Das ist eine ethische Frage auch, ein Selbstbild von Kampf. Und da war es ein großer Fehler der Truppe, Haltungsprobleme vorzuwerfen, sondern wir müssen ihnen Vertrauen und Respekt ausdrücken. Und wir müssen sagen, ihr seid so tolle Menschen, die bereit sind, auch, und das sage ich auch, für ein so tolles Land da zu sein, dass wir in eine gute Zukunft gehen. Also Herz, Verstand und vor allem auch Vertrauen für die Truppe. Ja, liebes Publikum, ich möchte daran erinnern, dass ich gleich, also jetzt sofort noch eine kurze Frage stellen werde und dann anschließend Sie dann die Möglichkeit haben, sich an die entsprechenden Saalmikrofone zu begeben. Ich möchte das Stichwort Gesellschaft aufnehmen und vielleicht einfach mal kurz, dass wir so in quasi 7 Minuten dann das beendet haben, also von daher nicht zu stark aussuchen. Die Frage bedeutet, Stichwort Zeitenwende, auch eine Abkehr von dem freundlichen Desinteresse der Gesellschaft an der Bundeswehr. Und ich ergänze jetzt auch noch das Interesse an der Bundeswehr, angesichts dessen, Joe Wadefuhl hat es vorhin gesagt, wir werden dazu kommen müssen, an irgendwelchen Stellen im Haushalt zu sparen. Und ist es dann für jeden auch noch das Interesse vorhanden und auch, ich sag mal, ja, die Überzeugung, dass wir die Bundeswehr weiter stärken, während wirklich an anderen Stellen definitiv gespart werden muss. Nehmen wir die Gesellschaft, bekommen wir sie da letztendlich auf dem Weg mitgenommen? Ja, die bekommen wir. Und die Politik, also Parlament und Regierung, müssen einfach mal die Angst vor der Gesellschaft überwinden. Wenn ich die Diskussion um dieses Thema, auch im kleinen Kreis, auch bei der Adenauer-Stiftung, nein, damit kann ich ja keine Wahlen gewinnen. Und ich würde, da würde ich sagen, ist der Medienwissenschaftler in mir, es sind kommunizierende Röhren. Und ich muss mich schon mal trauen, als Politik, Legislative, Exekutive, Argumente zu bringen. Wenn ich keine Argumente bringe, bekomme ich keinen Blankoscheck. In so einem Land sind wir nicht, wir sind nicht in den USA. Also, Politik muss sich hinstellen, muss auch mal bereit sein, Gegenwind von der Taz oder Süddeutschen Zeitung zu bekommen. Es wird immer Gegenwind von irgendwelchen Gruppen geben. Sie muss werben, sie muss Argumente bringen. Wenn ich nicht argumentiere, von allein kommt das nicht. Und da haben wir einfach noch Raum nach oben und ich glaube, das sehen wir ja an der Zeitenwende-Rede. Wer hätte denn gedacht, in Teufels Namen, dass ein Bundeskanzler der SPD, 100 Milliarden, dass 2/3 der Bevölkerung dem zustimmen. Aber es wurde gesagt, eine große Rede, eine große sicherheitspolitische Rede. Und wir brauchen Führungsfiguren, die sich hinstellen und argumentieren. Und dann sage ich Ihnen, werden nicht alle, aber dann wird eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger auch folgen. Also sehr kurz. Ja, also natürlich hat uns alle der 24.2. aufgeschreckt. Das ist wirklich ein 9-11-Effekt. Aber man sieht, dass dieser Effekt, dieses Momentum verloren geht schon wieder, weil es auch so viel Kritik an der Bundeswehr gibt, ne? Weil so viel Dysfunktionales, ja, wir haben ganz viel aufzuholen, aber wir brauchen natürlich eben auch positive Beispiele. Und ich denke, da gibt es ganz fantastische in der Bundeswehr. Deshalb, also diese Männer und Frauen, die sich einsetzen, ob das jetzt in Litauen ist, beim Eurocorps, bei der NATO, wo auch immer, also die Bundeswehr, gerade wie sie angelegt ist als Parlamentsarmee, als Armee
im Multilateralismus mit der NATO, mit dem Prinzip der inneren Führung, ne, dass ich selbst als Bürger auch eine Rolle habe. Also das ist so einmalig. Ich denke, da müssen wir mehr drüber sprechen und das stärker in diese Gesellschaft tragen. Wunderbar, vielen Dank. Auch meinerseits ähnlich wie bei Professor Neitzel. Also ich glaube, gesellschaftlich ist man da offen. Ich merke das ja selbst seit der Zeitenwende, wo ich bin überall hin eingeladen, Lehrerkollegien, Universitäten, Kirche. Da gibt es auch Bereiche, die haben mich noch vor Jahren zu Afghanistan eingeladen mit dem Hinweis, also ohne Uniform wäre recht. Das hat sich verändert. Und jetzt ist nur die Frage, nimmt man das auf, geht man dorthin? Ja, es kann sein, dass man zu den großen oder auch kleineren sicherheitspolitischen Fragestellungen vielleicht nicht sicher ist in der Argumentation. Aber A, merke ich, oft geht es gar nicht so in die Tiefe. Und zum Zweiten kann man ja auch überlegen in der Partei, was gebe ich an Argumentationshilfen mit, wenn Menschen gefragt werden in der Fläche. Aber ich will nur sagen, es ist überall Thema in den Serviceclubs, wie gesagt, an den Stammtischen, es ist überall Thema und deswegen braucht man eigentlich keine Angst davor haben, zum Thema Sicherheitspolitik, zum Thema Bundeswehr, zum Thema Verteidigung zu investieren. Ich würde eher sagen, also da liegt der Ball schon im 16er. Die Frage ist, läuft jemand rein? Das freut mich jetzt in der Tat sehr zu hören, dass Sie halt auch zu Lehrerkollegs und dergleichen eingeladen werden, denn ich habe gerade jetzt nochmal anlässlich der Invictus Games mit unseren Jugendoffizieren gesprochen und die haben mir wieder gespiegelt, genau in meinem Wahlkreis ist die Nachfrage sehr dürftig. Jetzt könnte ich ja die Frage aufwerfen, warte ich denn, bis mich jemand holt, mit Blick auf die Jugendoffiziere oder als Abgeordnete oder... Ich habe alle aktiv. Schulen angeschrieben, dass sie das angeboten wahrnehmen sollen. Ich will nur sagen, ich habe die gleiche Herausforderung. Ich bin fast vom Stuhl gefallen zuletzt, als ich zu Hause so eine Horde 18-Jährige hatte und ich dann mal aufgeworfen hatte, welche Berührung man mit der Bundeswehr hatte. Ne? Und ich, erschreckenderweise habe ich festgestellt, kein Jugendoffizier und sonst keine Berührung. Und jetzt holt man ja viel auf und kann auch viel erklären. Und natürlich gibt es Schulen, die haben seit 10, 15 Jahren keinen Jugendoffizier. Aber jetzt ist die Frage Richtung Bundeswehr, dann eher, gehe ich mit einem Impuls? Ne? Warte ich, bis ich gerufen werde oder agiere ich? Ja, und so ist es überall und deswegen glaube ich, da ist Luft. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass man auf Ablehnung stößt. Ich habe es immer, eigentlich hat meine Schwägerin gesagt, die soll es so nicht mehr darstellen, aber trotzdem ist ein Tick linksorientiert im bayerischen Raum, das mag es geben, selten. Aber der Punkt ist der, selbst dort sagt man, kannst du mal vorbeikommen und uns das erklären im Wunderbar. Lehrerkollegium. Dann möchte ich gerne noch die Wahrnehmung, die Erfahrung von Henning Otte hören. Auch gerade, ich sag mal, wir beide sind ja auch Bahnfahrer und da hat sich ja auch einiges getan durch das Bahnfahren in Uniform. Wie kommt es bei dir an? Was hörst du auch so an Gesprächen? Ja klar, die Aufmerksamkeit ist wahnsinnig gestiegen. Bahnfahren war ein wichtiges Element, um mehr Sichtbarkeit zu zeigen. Ich komme nun aus der Lüneburger Heide. Bei uns gibt es große Truppenstandorte. Da wird noch mit der Patenkompanie das Jubiläum ordentlich gefeiert. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir stehen. Wir müssen als Politik stehen. Wir können nicht auf jede Empfindlichkeit ganz links, ganz rechts Acht geben, sondern wir müssen in der Mitte sagen, das ist die Säule. Das ist für die militärische Führung wichtig, das ist aber auch für die politische Führung ganz wichtig. Und ich mache das auch mal fest an der Debatte um die Taurus-Lieferungen. Da sagen zwei Koalitionspartner, Taurus ist notwendig. Da sagt der Bundeskanzler, naja, da warten wir nochmal ab. Noch sind 59% der Bürgerinnen und Bürger skeptisch. Das kann es nicht sein, sondern die sind auch deswegen skeptisch, weil selbst der Bundeskanzler skeptisch ist. Und er muss führen und Deutschland muss führen, das erwarten unsere Nachbarn. Und aus Führung erwächst Stärke und aus Stärke erwächst Achtung. Und dann greift uns auch hoffentlich keiner an, jeweils sollte es niemand wagen. Wunderbar. Und da haben wir auch schon unseren ersten Fragesteller. Wenn Sie einmal sich kurz vorstellen und eventuell dann direkt gezielt sagen, an wen Sie die Frage richten. Jawohl. Guten Abend, mein Name ist Mustafa Al-Ammar. Ich bin aus Baden-Württemberg, CDU-Mitglied, Integrationsbeauftragter. Beruf, ich bin Außen- und Sicherheitsexperte von University of London. Ich besuche viele Kaserne hier in Deutschland und Europa, weil ich habe auch mit US Army gearbeitet. Ich habe US Army ausgebildet, 2005 bis 2009, gegen Al-Qaida, gegen Terror,
gekämpft und fehlt mir ein paar Sachen eigentlich in Deutschland. Integration bei den Amerikanern hat funktioniert immer in der US Army. Jetzt in dieser Zeitenwende müssen wir auch diese kompetenten Migranten auch für unsere Loyalität motivieren. Weil mehrere Migranten, die haben auch unter Diktatoren erlebt. Für mich, ich bin auch als Ex-Flüchtling nach Deutschland gekommen. Ich möchte nie wieder als Refugee sein in einem Land. Das ist meine Heimat. Und ich kämpfe und ich diene dieser Heimat. Aber im Bundeswehr habe ich auch viele gesehen, viele Migranten gesehen, die brauchen auch Unterstützung. Sie sagen, wir haben 10 Jahre, 12 Jahre, wir haben nie als Berufssoldaten bekommen. Sie kämpfen auch und sie suchen auch nach Zugehörigkeit. Und hier müssen wir auch davon lernen. Wir sind jetzt in Zeitenwende, wir haben eine große Herausforderung. Russland benutzt diese Propaganda mit Muslimen, mit Tschetschenien, mit Kadyrov. Und die versucht auch so viele Nachrichten nach außen zu schicken, damit das auch viele Araber oder viele Muslime zu ihrer Seite zu gewinnen. Lass uns nochmal bitte schlauer sein und auch diese Menschen zu unserer Seite zu gewinnen und auch als profitieren von unserer Loyalität, von unserem Land. Weil dieses Land braucht uns alle, egal ob das Mohammed oder Thomas oder Müller. Deutschland muss richtig stark bleiben und modern bleiben. Herzlichen Dank. Okay, keine Frage, dafür ein Appell. Dafür haben wir jetzt aber eine Fragestellerin aus unserem Online-Bereich, und zwar Frau Carola Manske. Sie fragt, sind in der Bundeswehr alle Augen und Ohren offen, Rechtsradikalismus zu sehen, zu hören und dagegen vorzugehen? Jetzt hat sie leider nicht dabei geschrieben, aber ich denke auch, es ist naheliegend. Ja, das sind sie. Und natürlich hat die Bundeswehr die gleiche Herausforderung wie die Gesellschaft selbst. Heute hat ja, glaube ich, der Spiegel wieder eine aktuelle Studie dazu eröffnet, wie man den Fragesteller so einzuordnen hat. Und das Gute ist aber, dass bezogen auf Prävention oder grundsätzlich das, was wir in der Bundeswehr haben, eigentlich gut aufgestellt sind. Warum? Weil wir, oder ich kenne zumindest keinen, und jetzt benutze ich mal das Wort, das ich eigentlich nie benutze, aber mit Blick auch auf Menschen, die der Bundeswehr nicht so zugetan sind, im Vergleich zu allen anderen Arbeitgebern in diesem Land macht kein Arbeitgeber so viel politische, ethische, rechtliche Bildung wie wir. Und ja, ich sage Ihnen eins, da ist auch viel aufzuholen und abzuholen. Und nichtsdestotrotz will ich unterstreichen, dass unsere Vorgesetzten, aber auch Kameradinnen und Kameraden, gerade bewusst auch kommend aus den letzten Jahren mit manch Vorfall sehr wachsam sind. Und ich glaube, dass man da sich keine Sorgen machen muss. Zumindest sind die Zahlen so gering im MÜ-Bereich, dass wir sagen können, okay, mit zivilen Bereich 260.000 plus, jedes Jahr 20.000 rein, 20.000 raus, mag es einen geben, dem wir nicht von Anfang an in den Kopf haben schauen können. Aber wenn, dann fliegt er raus. Punkt. Frau Manske schaut uns jetzt gerade auf dem Bildschirm zu. Wir können Sie alle sehen. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Frage und ich hoffe, Sie sind mit der Antwort. Ich sehe schon, der Daumen geht nach oben. Prima. Toll. Dann haben wir hier eine... Ach so, Entschuldigung. Ja, bitte. Ja. Also, mein Name ist Sebastian Söllner, ich bin der Landesvorsitzende Berlin vom Reservistenverband und der Begriff Reserve ist bei Ihnen bisher nicht aufgetaucht. Und deshalb möchte ich die Frage stellen, welche Stellung spielt für Sie die Reserve oder welchen Stellenwert hat die? Denn wenn ein Land angegriffen wird, geht es um Reserven. Und das war ja im Kalten Krieg genau das, was die Bundeswehr ausgemacht hat. Wir hatten hohen Aufwuchsmöglichkeiten und konnten damit im Zweifel das Land schnell verteidigen. Es gab Möglichkeiten, wie relativ schnell die Bataillone aufgewachsen sind. Und deshalb die Frage in die Runde. Welche Rolle spielt die Reserve? Ich würde Ihre direkt mit ergänzen wollen, weil wir jetzt uns ein bisschen sonst in Zeitdruck kommen. Also okay, ich habe aber keine Frage. Ich würde nur mal
einen Punkt von Herrn Sündgen-Neitzel unterstreichen. Können wir entweder im Anschluss machen oder direkt jetzt mit rein? Wenn Sie eben Punkt setzen, dann können Sie ihn auch jetzt direkt verwandeln. Also erstmal zu meiner Person. Bin Paul Lipinski, bin Kompaniechef in der 6. Kompanie Wachbataillon hier in Berlin in der US-Leber-Kaserne. Einer von zwei Kampfkompanien vom Wachbataillon. Und ich möchte die Punkte, die Herr Sündgen-Neitzel gleich am Anfang gestellt hat, nochmal unterstreichen. Da haben wir letztes Jahr in Oberwiesenthal schon mal drüber gesprochen, wo Sie unseren Verband besucht haben. Und wir haben jetzt viel über Material und Finanzen gesprochen, aber ich möchte nochmal aus der, ich nenne es mal, Infanterie-Schlammzone Ihnen einfach mal ein paar Punkte aufzeigen, wo wir wirklich vom Geist der Truppe in der Zeitenwende momentan stehen. US-Leber-Kaserne kenne ich vielleicht einige. Viele von Ihnen wissen auch, dass vor kurzem das territoriale Führungskommando dort gebildet wurde und das Wachbataillon sich darunter befindet. Und natürlich nehmen wir das als Infanteristen sehr ernst, was mit der Zeitenwende und auch mit der Ukraine-Krise passiert ist. Und jetzt will ich Ihnen ein paar amüsante Beispiele geben, wo wir da stehen. Ja? Also wenn ich mit meinen Kampfpanzern TPZ Fuchs Alarmübungen in der US-Leber-Kaserne durchführe und das territoriale Führungskommando zum Mittagessen geht, dann kriege ich am nächsten Tag Anrufe und die fragen mich, was macht ihr denn da und warum steht ihr jetzt so oft am Kasernentor, warum kommen wir so spät erst raus aus der Kaserne? Wo ich Ihnen erkläre, also wir haben die Zeitenwende, wir wollen uns einsatzfähig machen, um möglichst im Gefecht bestehen zu können. Wenn ich mit meiner Kompanie Marsch mit Gesang zur Truppenküche mache, dann gehen im DFK die Fenster zu, ja? Und sagen, wir wollen hier in Ruhe im Büro arbeiten, wo ich mir sage, nee, das ist nicht das von dem Geist, von dem wir gerade eben schon die ganze Zeit geredet haben. Wenn wir auf Übungsplätze fahren, und das versuchen wir so oft wie möglich zu machen, müssen Kompaniebefehle erstellt werden, keine Frage. Wenn dann aber über Vertrauenspersonen Beschwerden reinreichen, dass der Befehl nur einen halben Tag vorher und einen Tag vorher eingereicht wurde und deshalb beschwerdefähig ist, weil ich nicht genug Zeit darüber hatte, darüber nachzudenken. Das sind aber alles Möglichkeiten, die wir in den letzten 10, 15 Jahren in dieser Organisation eröffnet haben. Dann frage ich mich natürlich als Kompaniechef, ob der Geist auch bei diesemjenigen Herrn oder Frau angekommen ist. Und wenn ich dann feststelle, dass in der letzten Woche bei mir im Kompaniegebäude 50 Edelstahlbehälter für die Toiletten installiert wurden, die 180 Euro das Stück kosten, ich aber meinen Männern sagen muss, dass ich derzeit kein Sandmaterial kriege, dass ich bestimmte Munitionsarten nicht verschießen kann und dass ich Ausbildungsplätze nicht bekomme, weil die derzeit absolut wichtig durch die Ukraine-Ausbildung gesperrt sind, dann kann ich nur sagen, ist das für mich ein Verhältnis, was für mich nicht tragbar ist. Und da finde ich es gut, dass wir diese Auftaktveranstaltung haben und dadurch, dass ich ebenfalls in der Kommunalpolitik als CDU-Fraktionsvorsitzender in Bad Freienwalde im Stadtparlament vertreten bin und auch da ganz offen mit dem Soldatenberuf umgehe, hoffe ich, dass wir als CDU da für die nächsten Jahre eine sehr gute Position finden, weil damit sprechen wir vielen einfachen Leuten, vielen Soldaten, vielen Polizisten aus der Seele. Dankeschön. Vielen Dank nochmal für die Verdeutlichung, dass wir wirklich noch sehr, sehr viel zu tun haben und vor allen Dingen der Druck dieser sogenannten Zeitenwende, der Geschwindigkeit, allem, was dazu mit zusammenhängt, wirklich keinesfalls nachverlassen darf, sondern permanent aufrechterhalten werden muss, weil es wirklich noch einiges zu tun gibt. Die Frage der Reserve, unser Stellenwert. Henning Ottel, bitte kurz dazu antworten. Ja, in der gebotenen Kürze, beginnend mit einem herzlichen Dank für die Offenheit. Genau das brauchen wir. Wir müssen den Finger da wieder hinlegen, wir müssen die Dinge offen ansprechen. Und das ist auch Idee CDU-Netzwerk Nationale Sicherheit, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir über die Dinge sprechen und dann auch Lösungen gemeinsam erarbeiten. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, als wir das Patenschaftsjubiläum hatten, da wurde gefragt, ist der Panzer echt, der da steht? Also so weit sind wir. Und wahrscheinlich waren diese Toilettenartikel schon seit 8 Jahren bestellt. Aber was klar ist, ist, der Schwerpunkt muss beim Kampf wieder sein. Und das waren ja auch die Dinge, die durch die Eckpunkte deutlich geworden sind. Wir müssen wieder Kampfverbände stärken. Und darum hat sich alles zu orientieren, weil das ist der Auftrag für die Verteidigung.
Und da brauchen wir vor allem auch die Reservisten. Da brauchen wir ganz klar das Know-how, die Bereitschaft, die gesellschaftspolitische Stellung. Und die Reservisten spielen eine ganz wichtige Rolle auch bei uns im Konzept mit Herrn Sensburg an der Spitze, aber mit ganz vielen Verbänden, die bereit sind, mehr als wir ihnen zumuten zu glauben, nämlich auch ihre Expertise reinzubringen. Auch mal 3 Wochen vielleicht nicht am Stück, aber auch gestückelt zu leisten. Das heißt, da zu sein für die Bundeswehr, sie zu bereichern, einzustehen. Und das sind so wichtige Staatsbürger. Und deswegen ganz klare Zusage, der Reservistenverband gehört zum Konzept der Bundeswehr, zumindest für die CDU. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen, liebe Teilnehmende hier an Ort und Stelle, das war jetzt schon das Schlusswort dieses ersten Panels. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und der Frau Krause. Und ich würde mal sagen, Sie dürfen sich jetzt von den Plätzen erheben und mir Zeit lassen, dass hier jetzt zügig der Umbau passiert. ja, wir haben eine wirklich sehr, sehr breite an Themen durch. Angerissen will ich mal eher sagen, es ist ja nicht zu Ende diskutiert worden von dem wirklich sehr wichtigen Thema des Personals. Wie können wir überhaupt Personal gewinnen? Wie können wir es binden? Was noch ein weiteres großes Stichwort ist, was leider häufig zu kurz kommt, ist das Thema der Sozial- und Fürsorge für unsere Soldatinnen und Soldaten. Wir haben über das Material gesprochen, wir haben über die Finanzen gesprochen, über viele Aufträge, wo keiner weiß, wie sie denn entsprechend mal gelöst werden sollen. Also von daher haben wir heute einen Aufschlag gemacht und wir wissen, glaube ich, alle, die wir hier im Raum sitzen, dass wir uns noch häufiger zusammenfinden können, um wirklich diese Probleme der Reihe nach anzugehen und dann halt auch wirklich mit Lösungen zu versehen. Ich bitte nun Herrn Friedrich Merz, Bundesvorsitzenden der CDU Deutschland und auch der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, zu mir, dass Sie entsprechend ein Wort zu uns geben, und ich möchte jetzt schon mal darauf hinweisen, dass es auch nach der Rede wieder die Möglichkeit gibt, entsprechende Fragen zu stellen. Also wer sich bisher noch nicht getraut hat, möge bitte den Mut zusammennehmen und das dann gleich entsprechend tun. Herr Merz, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im Namen unseres Generalsekretärs, auch von meiner Seite aus noch einmal sehr herzlichen Dank, dass Sie heute zu dieser Auftaktveranstaltung des CDU-Netzwerks Nationale Sicherheit hier ins Adenauerhaus gekommen sind. Ist übrigens die erste Veranstaltung, die wir mit unserem neuen Logo, mit unseren Farben verbinden. Und ich kann Ihnen sagen, abweichend von dem, was Sie zum Teil in den Medien gelesen haben, das wird in der Partei mit großer Zustimmung begleitet. Sie haben schon die Gelegenheit gehabt, ausführlich über dieses Thema heute am späten Nachmittag zu diskutieren. Lassen Sie mich von meiner Seite aus vielleicht einige Anmerkungen machen, die vielleicht auch für unsere zukünftige politische Diskussion in unserem Lande wichtig sind. Der Bundeskanzler hat von einer Zeitenwende gesprochen, übrigens ein Wort, das nicht erstmals in dieser Rede verwendet wurde. Es hat auch an anderer Stelle schon einmal eine Rolle gespielt, aber er hat es prominent gesagt in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022. Der Bundespräsident hat kurze Zeit darauf von einem Epochenbruch gesprochen. Unabhängig davon, wie wir es benennen, wir erleben eine fundamentale Veränderung unserer Zeit, und das, was Francis Fukuyama mal genannt hat als das Ende der Geschichte oder From the End of History, wie sein Buch 1990/91 betitelt war, ist eben nur eine kleine Zwischenphase unserer Geschichte gewesen. Wir erleben jetzt den Beginn einer neuen Phase globaler Politik, von der wir nicht wissen, wie sie in den nächsten Jahren weiter verlaufen wird. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine hat etwas gezeigt, was wir nicht für möglich gehalten haben, dass nämlich nuklear gerüstete Länder es tatsächlich wagen, mit konventionellen militärischen Mitteln, einer imperialen Politik folgend,
Territorialgewinne versuchen zu erzielen. Das ukrainische Volk kämpft aufopferungsvoll gegen diese Bedrohung ihrer Freiheit und ihrer territorialen Integrität. Und deswegen möchte ich doch jedenfalls für die Union feststellen dürfen, für die Bundestagsfraktion, aber auch für die Partei, es liegt in unserem europäischen und nationalen Interesse, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Dass sie ihn gewinnt. Der Bundeskanzler sagt uns ja, was nicht passieren darf. Die Ukraine darf ihn nicht verlieren. Russland darf ihn nicht gewinnen. Aber die Beschreibung, was nicht eintreten darf, ist ja noch keine Politik, sondern Deutschland. Ich bin der Präsidentin der Europäischen Kommission dankbar, dass sie das ebenfalls so sagt und sieht. Sollte klar nicht nur an der Seite der Ukraine stehen, sondern auch ein Ziel formulieren, das wir gemeinsam in Europa erreichen müssen. Vor dem 24. Februar 2022 hat es hinreichend genug Anzeichen gegeben, dass wir es ernst nehmen müssen. Die Äußerungen Putins zur Wiederherstellung eines großrussischen Reiches reichen Jahre zurück. 2008 der Krieg in Georgien, 2014 der Krieg in der Ostukraine und die Annexion der Krim. 2001 die Rede von Putin im Deutschen Bundestag, wenige Wochen nach 9/11 im September 2001. Ich sage es mal so, wie ich es heute empfinde. Ich bin damals schon einmal Oppositionsführer gewesen. Ich habe diese Rede falsch eingeordnet und ich habe einen zweiten Fehler gemacht. Ich habe die damalige Bundesregierung unter Gerhard Schröder nicht gefragt, was denn jetzt strategisch für die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union aus dieser Rede folgt. Wir haben sie verklingen lassen in der Annahme, einen Staatspräsidenten aus Russland gehört und gesehen zu haben, der mit guten Absichten nach Berlin kommt und uns ein Angebot zur Zusammenarbeit macht. Wir hätten es damals vielleicht schon besser wissen müssen und wir hätten vermutlich 2008 auf der Basis einer abweichenden strategischen Analyse eine andere Entscheidung in der NATO treffen müssen im Hinblick auf den Beitritt eben zur NATO. Wir können in unserem Land, in dieser Europäischen Union, nur für eine gute und sichere Zukunft arbeiten, wenn wir vergangenes Handeln eben klar, ehrlich und transparent analysieren. Und dazu zählt auch, dass wir uns von der Annahme verabschieden müssen, dass enge Handelsbeziehungen die politische Kostenkalkulation bei autokratischen Regimen entscheidend ändern würden. Das tun sie nicht. Und nun, meine Damen und Herren, ist dieser 24. Februar eine solche tiefe Zäsur und er bestimmt und muss bestimmen unser sicherheitspolitisches Denken in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten. Sicherheit darf nicht länger hinter Handel zurückbleiben, im Gegenteil, unsere Handelsinteressen müssen im Zweifel hinter unseren Sicherheitsinteressen zurückstehen. Und wenn wir nun auf diese Wegstrecke schauen, die wir seit dem 24. Februar 2022 bis heute gegangen sind, dann würde ich gern heute die Gelegenheit nutzen, zwei Feststellungen zu treffen. Die eine ist, wir müssen alles dafür tun, dass nicht irgendwann, vielleicht in naher Zukunft schon wieder, unser Land, die öffentliche Meinung, die veröffentlichte Meinung und unsere Gesellschaft so in einen Zustand wie vor diesem 24. Februar 2022 so langsam wieder zurück sich entwickelt. Dieser 24. Februar bleibt für Jahre, vielleicht Jahrzehnte, diese tiefe Zäsur. Und zweitens, wir müssen neue Anstrengungen unternehmen, um in dieser Europäischen Union unsere Sicherheitsinteressen gemeinsam zu definieren, aber sie auch durchzusetzen. Der Bundeskanzler, aus Gründen, die man vielleicht verstehen kann aus der gegenwärtigen Situation heraus, möchte gerne alle diese Entscheidungen nur zusammen mit den Vereinigten Staaten von Amerika treffen. Aber ich will einmal die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn es einen Wechsel gibt im Weißen Haus in Washington im November nächsten Jahres?
sind wir dann immer noch diejenigen, die sagen, wir warten erst ab, was die Amerikaner tun. Wir haben noch etwas Zeit, um uns auf eine gemeinsame europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik vorzubereiten. Wir brauchen mehr Europa, und zu diesem Europa gehören auch die Briten, gehört auch das Vereinigte Königreich. Ich will es sehr konkret sagen. Was hindert uns eigentlich daran, die Entscheidung über den Einsatz von Marschflugkörpern in dieser Europäischen Union zumindest unter denen miteinander abzustimmen, die sie haben? Also die Briten, die Franzosen und auch die Deutschen. Und bitte lassen Sie uns ein bisschen Abstand nehmen von der reinen technischen Waffendiskussion. Die entscheidende Frage ist doch eine ganz andere. Wollen wir eigentlich und können wir der Ukraine die notwendige Luftunterstützung zukommen lassen, damit sie diesen Krieg auf dem Boden auch wirklich gewinnt? Das ist doch die eigentliche strategische Frage, die wir auch politisch diskutieren sollten, jenseits aller technischen Waffensysteme. Und ich möchte gerne den Blick noch einmal auf die Bundeswehr richten. Herzlichen Dank für die Beiträge, die wir heute Nachmittag gehört haben und die ich wenigstens zum Teil Gelegenheit hatte, mitzuhören. Dank von uns an die Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr, die diesen Dienst tun, auch unter veränderten Bedingungen weiter tun und tun wollen. Das wird auch in den nächsten Jahren eine Armee, eine Bundeswehr im Einsatz sein. Und ich denke, wir sollten die Soldatinnen und Soldaten nicht nur politisch, verbal ihnen Dank sagen. Sie gehören zurück in die Mitte unserer Gesellschaft. Danke für die Hinweise, die Sie eben auch hier auf diesem Podium gegeben haben, zu den Schulen, zum öffentlichen Raum, zur Bahn. Aber meine Damen und Herren, ich will eine Schlussbemerkung machen, damit wir noch genügend Zeit haben, auch für eine Diskussion. Ja, die Abschaffung der Wehrpflicht oder die Aussetzung der Wehrpflicht war vielleicht eine notwendige Entscheidung. Sie hätte eher an das Ende eines Reformprozesses gehört und nicht an den Anfang. Aber Wehrgerechtigkeit war zum damaligen Zeitpunkt schon nicht mehr zu gewährleisten. Aber die Folgen trägt die Bundeswehr heute. Mit einem viel zu klein gewordenen Rekrutierungspotenzial, das früher einmal eben aus den Wehrpflichtigen heraus bestand. 50% der Zeit- und Berufssoldaten waren vorher Wehrpflichtige, die nicht daran gedacht haben, einmal auf Zeit oder auf Dauer in die Bundeswehr einzutreten. Nun gut, das ist heute so. Aber warum sprechen wir denn dann nicht auch über ein neues Modell, etwa eines verpflichtenden Gesellschaftsjahrs? Der Generalsekretär hat dies auch auf dem letzten Parteitag der CDU Deutschlands in Hannover durchgesetzt. Das war seine Idee. Wir wollen es im umfassenden Sinne verstanden wissen, nicht nur als Ersatz oder Nachfolge für die Wehrpflicht, das wird gar nicht gehen, aber schon als ein Dienst an unserem Land in den verschiedensten Facetten, in den verschiedensten Institutionen, damit wir den jungen Leuten sagen, ihr habt hier eine große Chance, in einem Land in Frieden und Freiheit zu leben, aber ihr habt auch eine Verpflichtung, dafür etwas zu tun, damit dies auch für die nachfolgenden Generationen so bleibt. Diese Anerkennung des Soldatenberufs, auch mit einer Veteranenkultur, wie wir sie auch aus anderen Ländern, etwa aus Frankreich, aus Großbritannien, vor allem aus den USA kennen, muss begleitet werden durch eine Wissenschaftspolitik, die uns wieder lehrt, strategisch zu denken. Und ich würde gerne abschließend auf einen Beitrag zu sprechen kommen, den vor einigen Tagen der frühere Leiter des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, Joachim Krause, in der FAZ veröffentlicht hat und der mir ein Stück weit auch die Augen geöffnet hat über unsere Universitäten, die ja sich meistens rühmen, die Zivilklauseln in ihren Statuten tief verankert zu haben. Also keine Berührung mit militärischer Forschung, weder in der Sicherheitspolitik noch in sonstigen Bereichen der Universitäten. Krause, der, wie viele von Ihnen vielleicht noch wissen, der Nachfolger auf dem alten Lehrstuhl von Werner Kaltefleiter war, der auch einmal in der Programmatik der Union eine wichtige Rolle gespielt hat. Krause hat in diesem Beitrag vehement dafür geworben, dass wir uns wieder mit strategischen Fragen, mit Sicherheitspolitik im strategischen Sinn beschäftigen. Und ich will Ihnen aus dem Schlussabsatz etwas vorlesen, was mir, seitdem ich es gelesen habe, doch in täglicher Erinnerung ist und was vielleicht genau heute verdient, einmal zitiert zu werden.
Nicht nur Union und FDP sind gefordert, so schreibt er. Es wird Zeit, dass die von Bundeskanzler Scholz beschworene Zeitenwende sich auch in sozialdemokratisch und grün regierten Bundesländern an den dortigen Universitäten bemerkbar macht. Die Politik sollte angesichts der Zeitenwende parteiübergreifend klare Signale setzen und den Universitäten entsprechende Vorgaben zur Einrichtung von sicherheitspolitischen Lehrstühlen machen. Sie sollte auch die finanziellen Voraussetzungen dafür schaffen. Auch bei anderen Themen, Klima, Gender, war das möglich. Sonst wird sich nie etwas ändern und man wird sich darauf einstellen müssen, dass an Sicherheitspolitik und Strategieanalysen interessierte junge Menschen weiterhin vorwiegend ins Ausland gehen und dort verbleiben. Und man wird sich darauf einstellen müssen, dass das in Europa als Führungsmacht wahrgenommene Deutschland weiterhin in strategischer Blindheit verhaftet bleibt. Ende des Zitats. Ich finde, besser kann man es nicht ausdrücken. Meine Damen und Herren, wir stehen vor einer ganz umfassenden Neuordnung nicht nur unserer Verteidigungspolitik, nicht nur unserer Rüstungspolitik. Wir stehen vor der Notwendigkeit, in diesem Lande wieder strategisch, sicherheitspolitisch denken lernen zu müssen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Sie heute Abend in so großer Zahl unserer Einladung gefolgt sind. Herzlichen Dank. Herr Merz, es freut mich wirklich außerordentlich, dass Sie das Wort Veteranenkultur benutzt haben. Denn dazu einmal der Hinweis, heute Abend findet im Parlament noch eine Debatte dazu statt, dass wir nun endlich einen Veteranentag in Deutschland etablieren. Ein Antrag von uns, wäre anlässlich auch wirklich nach über 10 Jahren Diskussion jetzt einfach mal einen Schlusspunkt finden muss. Und wir hoffen natürlich, dass er erfolgreich umgesetzt wird. So, ich sehe die ersten beiden. Ich glaube, wir können stehen bleiben, ne? Bitte? Ja, schönen guten Abend. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, lieber Friedrich Merz, vielen Dank für die Rede. Ich möchte einmal auf Clausewitz zurückkommen, der mal von Zweck-Ziel-Mittel-Relation gesprochen hat. Wir sprechen viel über die Mittel, hin und wieder über den Zweck. Was ist denn das Ziel? Historisch Landes- und Bündnisverteidigung, das war, glaube ich, ganz klar. In den Jahren nach 2001 haben wir diesen Riesentanker Bundeswehr um 180 Grad umgeworfen und nahezu alles auf den Afghanistan-Einsatz fokussiert. Ab 2014 haben wir langsam umgesteuert und wieder daran erinnert, dass Landes- und Bündnisverteidigung auch wichtig sein könnte. Jetzt kommt wieder der absolute Umwurf. Was ist denn der politische, das politische Ziel der Bundeswehr? Das können wir sagen, Einsatzbereitschaft, wunderbar, aber was genau bedeutet das? Wo wollen wir hin? Machen wir nur noch Landes- und Bündnisverteidigung? Oder mit Blick in die Sahelzone könnte es nicht auch sein, dass wir in naher Zukunft auch wieder in asymmetrischen Situationen gefordert sind? Und wir haben in der Bundeswehr ein Fähigkeitsprofil. 2020 wurde das letzte Mal überarbeitet. Meine Frage an Sie und vielleicht auch für das Grundsatzprogramm: Wo können wir hin mit dieser Bundeswehr? Nur Landes- und Bündnisverteidigung oder auf absehbare Zukunft auch die Führung asymmetrischer Konflikte in der Sahelzone und in anderen Regionen der Welt? Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich glaube, das ist eine der strategischen Fragen, die ich angesprochen habe, auf die ich keine abgeschlossene Antwort habe. Ich will Ihnen ganz offen sagen, ich habe je häufiger die Auslandseinsätze stattgefunden haben, immer größere Vorbehalte dagegen bekommen, weil mir zwar klar war, warum wir und wie wir da reingehen, aber wir haben uns im Grunde genommen nie mit der Frage beschäftigt, wann und unter welchen Umständen gehen wir denn da wieder raus. Das ist in Afghanistan so gewesen. Dafür gibt es jetzt einen Untersuchungsausschuss und eine Enquetekommission im Deutschen Bundestag. Das wird lange und tief untersucht. Wir haben zum Schluss die Diskussion über Mali gehabt, über den Einsatz dort. Die Franzosen sind raus, wir sind immer noch drin. Und wir werden nicht nur der Bundeswehr und den Soldatinnen und Soldaten, sondern auch der deutschen Öffentlichkeit erklären müssen, was wir denn da eigentlich machen, was denn da unsere strategischen Ziele sind. Ich habe etwas zu den Handelsinteressen eben gesagt. Darüber ist mal ein Bundespräsident gestürzt. Ich glaube, dass trotzdem die Handelsinteressen, die offenen Handelswege auf der Welt eine strategische Bedeutung und eine strategische Rolle spielen. Aber natürlich auch das Zurückdrängen des Islamismus eine Rolle spielt.
Völkerrechtlich stehen wir auch in einem gewissen, ich will nicht sagen Konflikt, aber in einer gewissen Spannung zwischen einem völkerrechtlichen Mandat, das wir für solche Einsätze eigentlich brauchen, und auch dem Recht zu helfen und zu intervenieren, zum Beispiel bei groben Verletzungen, völkerrechtswidrigen Angriffen, Genoziden. Ich würde gerne heute auf diese Fragen keine abschließende Antwort geben, sondern ich würde sie auch offen lassen gerne für den Diskussionsprozess, den wir in den nächsten 5, 6 Monaten führen, weil ich ganz bewusst auch mit diesem Hinweis auf die Wissenschaft heute Abend hier geschlossen habe. Ich finde, wir müssen über diese Themen auch in unserer Partei offen, ergebnisoffen diskutieren. Und ich habe den Spannungsbogen versucht zu skizzieren. Der Begriff Resilienz, Widerstandsfähigkeit, allein reicht mir dafür nicht aus. Wer soll denn resilient sein und widerstandsfähig? Nur wir, auch Europa, mit uns die NATO oder möglicherweise auch die politische Stabilität auf dieser Welt. So, und in dem Spannungsbogen bewegen wir uns. Und ich versuche, diese Partei auch dahin zu bringen, dass wir ergebnisoffen über solche Fragen diskutieren, aber dass wir dann mit unserem Grundsatzprogramm im nächsten Jahr im Mai darauf jedenfalls eine vorläufige Antwort geben, die vielleicht für ein Jahrzehnt trägt. Jetzt wollen wir beide uns einmal umdrehen und einer jungen Dame zuwenden. Und ich möchte nochmal unsere Zuschauer an den Bildschirmen auch ermuntern. Nutzen Sie ruhig den Chat und stellen uns Ihre Frage. Dann können Sie auch quasi live mit dabei sein. Jetzt aber erstmal für Sie, bitte. Sehr gerne. Also ich bin Frau Gsell, bin vom Beruf Psychotherapeut. In den letzten 5 Jahren arbeitete ich mit posttraumatisierten Soldaten, sowohl auch Flüchtlingen aus Ukraine. Und ich verstehe, also Aufrüstung und Sicherheit sehr super wichtig, aber ich habe jetzt irgendwie so wenig gehört, also über Wege, Lösungen, Strategien, die zum Frieden führen. Also gibt es dazu? Das ist jetzt eine sehr einfache Frage. Ja. Ich könnte mit einem bekannten lateinischen Wort antworten: Si vis pacem, para bellum. Ganz einfach. Ne? Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Ich meine, wir können doch im Grunde heute jedenfalls für unser Territorium hier in Deutschland und in diesem Teil Europas auf eine geradezu atemberaubende Erfolgsgeschichte zurückblicken mit unserer Zugehörigkeit zur NATO und mit unserer Bundeswehr, die als Teil dieser NATO aufgebaut worden ist, auch gegen massive Widersprüche und Widerstände in der Bevölkerung. Es war ja nicht alles im Konsens, sondern es ist ja eine Entscheidung gewesen, die im politischen, auch parteipolitischen Konflikt durchgesetzt worden ist. Aber der Beweis dafür, dass wir es richtig gemacht haben, ist heute dieser Tag, dass wir uns hier treffen und zusammen sein können und über diese Themen offen in einem freiheitlichen, friedlichen Land leben und diskutieren können. Übrigens, dass die NATO keine Bedrohung ist für diejenigen, die außerhalb der NATO im Osten jetzt Europas liegen, sehen Sie alleine an dem Abzug der russischen Truppen von der Grenze von Finnland und Schweden in diesen Tagen, die dort so ausgedünnt sind, wie sie nie vorher waren, obwohl diese beiden Länder gerade der NATO beigetreten sind. Also die Behauptung, dass die NATO aggressiv sei und eine Bedrohung sei, widerlegt Russland gerade selbst mit dem Abzug der Truppen, die sie an anderer Stelle brauchen für ihre imperialen Vorhaben. Also das ist meine Antwort. Und solange es keine bessere gibt, werden wir diese Antwort auch weitergeben müssen. Dankeschön. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Welche Ehre. Mein Name ist Andreas Grossler. Ich leite den Arbeitskreis Sicherheitspolitik im Kreis Herford. Ich möchte im Grunde an meinen Vorredner hier anknüpfen und ein bisschen runterkommen von der großen Strategie und der Weltpolitik auf die Partei. Können Sie so ein bisschen, bei der Bundeswehr spricht von operationalisieren, diese großen Schritte, mit denen Sie jetzt dieses Netzwerk voranbringen wollen, mal skizzieren? Was haben Sie vor mit uns? Ja. Und was sollen wir dann gerne tun? Ja, gute Frage. Also Sie sind mit dem, was Sie heute hier machen und was wir hier heute zusammen machen, ein Puzzleteil. Wir haben gestern mit Carsten Lindemann und der Führung hier im Haus über die Frage diskutiert, wie gehen wir mit unserem Grundsatzprogrammprozess weiter. Und wir haben bei dieser Gelegenheit, ohne es vorwegzunehmen, was dann entschieden wird, aber die Begriffe Freiheit und Sicherheit im Wandel sind ein Arbeitstitel
dessen, was wir da zurzeit tun. Und zwar nicht nur für die reine Verteidigungspolitik und Außenpolitik und Sicherheitspolitik, sondern im umfassenden Sinne Sicherheit neu zu definieren. Wir haben den Anfang schon mit CDU und CSU im Mai letzten Jahres gemacht, als wir mit beiden Parteipräsidien in Köln zusammengetroffen sind, wo wir mal ein gemeinsames Positionspapier zur Sicherheitspolitik gemacht haben und aufgeschrieben haben, dass Sicherheit heute nicht mehr nur innere Sicherheit und äußere Sicherheit ist, sondern einen ganz umfassenden Begriff darstellt, letztendlich für ein Land, das eine innere Stabilität in jeder Hinsicht braucht. So, das ist Teil der Arbeit, die wir jetzt leisten und in die wir jetzt in diese letzte Phase des Grundsatzprogrammprozesses gehen. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, an dieser Stelle eine überzeugende Antwort dafür zu geben, dass wir, wie soll ich das sagen, ohne es zu überspitzen, aber dass wir wieder lernen, politisch ganzheitlich zu denken und nicht mehr nur in kleinen Schablonen und jeder, der eine macht Außenpolitik, Sicherheitspolitik, der nächste macht Verteidigungspolitik, Finanzpolitik und so weiter, das ist eben ja schon mal gesagt worden, sondern dass wir versuchen, ein ganzheitliches Bild politischer Verantwortung zu zeichnen, dass sich vielleicht, ich nehme es nicht vorweg, dass sich vielleicht ganz konzentriert um die Begriffe Freiheit und Sicherheit herum entwickelt. Das ist jedenfalls der Arbeitsauftrag, den wir zurzeit in die Kommission hineingegeben haben. Nochmal, ich nehme damit das Ergebnis nicht vorweg, aber in diese Richtung denken wir und arbeiten wir. Der Generalsekretär hat gerade beschlossen, wir wollen doch ein bisschen großzügig sein und noch wirklich eine letzte kurze Frage zum Schluss zulassen. Vielen herzlichen Dank, Herr Merz. Ich bin Major der Reserve der Artillerietruppe und mir geht es vor allen Dingen nochmal ums Gesellschaftsjahr. Ich finde das wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich finde das wichtig, dass wir vor allen Dingen da die Identifikation mit der Truppe in Fokus nehmen. Allerdings weniger eine Frage als mehr ein Appell. Lassen Sie uns das bitte durchdeklinieren, was das wirklich bedeutet für die Truppe. Denn am Ende des Tages bedeutet das, wir müssen Liegenschaften eröffnen, wir müssen Kasernen gründen, wir müssen auch große Teile der Attraktivitätsoffensive revidieren. Ich sage mal so Stichwort Einmannstube, Nasszelle, Fernseher. Darüber müssen wir einfach sprechen und darüber müssen wir ehrlich sein, denn darüber machen sich die Soldatinnen und Soldaten in der Truppe tatsächlich Gedanken. Vielen Dank. Ja, also ganz herzlichen Dank für diesen vollkommen berechtigten Hinweis. Und nur damit wir uns über die Dimension der Aufgabe klar sind. Wir reden hier über 700.000 junge Menschen in jedem Jahr. Jedem Jahr. In jedem Jahr. So. Was ist ein Geburtsjahrgang in der Bundesrepublik Deutschland? 700.000. Über die reden wir. Und wenn wir so etwas machen, dann müssen wir Möglichkeiten schaffen, es für möglichst viele, vielleicht sogar für alle, gut genug zu machen, in der ganzen Bandbreite der Aufgaben, die sich stellen. Und das muss gar nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt gleich ein ganzes Jahr am Stück sein. Da zeigen uns ja viele andere Länder auf der Welt, wie man so etwas auch aufgeteilt machen kann, zu einem späteren Lebensabschnitt tun kann, in verschiedensten Institutionen machen kann. Nur der Oberbegriff oder der Gedanke oben drüber lautet, und den habe ich eben versucht zu artikulieren, will ich es jetzt nochmal sagen, den jungen Menschen in diesem Lande zu sagen, ihr habt eine tolle Zeit in diesem Land und eine tolle Zukunft, aber wir erwarten von euch auch einen Dienst an diesem Land und jetzt lasst uns darüber reden, wie der aussehen kann, aber der wird verpflichtend. So, das ist unser Grundgedanke, der dahinter liegt. Die Praktikabilität ist ohne Zweifel schwierig. Aber ich finde, es lohnt sich jedenfalls, über diesen Gedanken länger nachzudenken und auch einfach mal nicht nur über Rechte, sondern auch über Pflichten in unserem Land zu sprechen. Wann sollen wir das denn tun, wenn nicht jetzt nach dieser Zeitenwende? Ja, sehr geehrter Herr Merz, vielen, vielen Dank für Rede und Antwort. Wir haben jetzt quasi einmal einen Flug um den Globus gemacht. Wir waren in Amerika bis China, Russland und sind jetzt quasi wieder in der Julius-Leber-Kaserne gelandet, also dem Herzstück unserer Bundeswehr. Von daher, wie gesagt, vielen Dank für diese Ein- und Ausblicke. Vielen Dank. So, und zum Schluss eine kurze Zusammenfassung oder ein Ausblick oder was auch immer von Henning Otte, unserem Vorsitzenden des CDU-Netzwerks für nationale Sicherheit. Bitte schön. Danke, liebe Kerstin. Danke vor allem an Sie, dass Sie heute hier waren im Konrad-Adenauer-Haus. Es ist eine beeindruckende Kulisse.
Vor allem sind es die beeindruckenden Statements, die Sie abgegeben haben. Die kamen aus dem Herzen, da war viel Erfahrung dahinter, aber da war auch ein Bewusstsein, wir müssen mehr tun für die Truppe, wir müssen mehr tun für die Sicherheit. Und das ist zum Ausdruck gekommen. Ich möchte Dank sagen an die Panelisten, die heute hier waren, zur Verfügung gestanden haben. Frau Witte und Frau Fierke für die Moderation, herzlichen Dank. Ich sage herzlichen Dank an das Konrad-Adenauer-Haus, Herr Dr. Hoppe, an Ihr Team. Das ist sehr gut gelungen hier. Vielen Dank. Wir wollen mit dieser Auftaktveranstaltung des CDU-Netzwerkes Nationale Sicherheit den Begriff Sicherheit, die Politik, wieder in den Fokus nehmen, auch als CDU. Wir haben festgestellt, der Begriff ist umfassend und wir haben noch viel zu tun. Wir wollen Anschlussveranstaltungen anbieten hier im Konrad-Adenauer-Haus, aber wir wollen auch in die Landesverbände, wir wollen zu den Standorten, ob in Städten oder auch an den Standorten in den Landkreisen. Und jetzt wollen wir noch miteinander sprechen. Vorab möchte ich aber sagen, herzlichen Dank, Herr Generalsekretär, lieber Carsten Linnemann. Ein irres Programm steht an mit der Erarbeitung des Grundsatzprogrammes. Unser Parteivorsitzender Friedrich Merz hat es deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir haben ein Ziel, ein gemeinsames Ziel mit Ihnen allen zusammen. Und wir wollen auch noch zusammen sein, jetzt im ersten Stock zu einem Get-Together, ein paar Getränke, um miteinander zu sprechen, vielleicht weitere Ziele zu definieren. Sie haben heute gezeigt, bei bestem Wetter, Ihnen liegt die Sicherheit, die Truppe und auch die CDU am Herzen. Herzlichen Dank, schön, dass Sie hier waren. Kommen Sie noch mit zu einem Empfang. Dankeschön. Applaus